Was war das? Was ist das? Gewinne 10 mal 50.000 Euro? Nee, danke, ich hätte lieber den Kühlschrank da. Runde 2! Okay, tut mir leid, das war unnötig und verstörend. Willkommen in meiner Existenz. Aber ja, Among Us findet wieder statt und ich bin wieder voll am Start. Der geilste Among Us-Neuling, den die Welt je gesehen hat, der noch nicht mal weiß, wie man killt. Das N steht für Noob. Mua. Ups. Meine geile blaue College-Jacke übrigens. Moment. Die habe ich schon seit über 10 Jahren. Und die passt immer noch. Wie geil ist das denn? Jo, Runde 2. Also nein, eigentlich ist das jetzt die dritte oder vierte Runde, wo ich mitmache. Aber zum zweiten Mal nehme ich es auch auf. Meine Haare sehen übrigens so aus, wie sie aussehen, weil ich da Gleitgel reingeschmiert habe. Sie sehen so aus, weil sie seit Tagen ungewaschen sind und ich jetzt auch keine Zeit mehr hatte, sie zu waschen. Weil ich gerade erst aufgestanden bin. Natürlich habe ich auch heute meine Snacks dabei, wie beim letzten Mal. Guckt mal. Das sind Schokobrezeln. Schön salzige Schokolade, wie ich es mag. Und das hier, damit bin ich heute besonders pervers und ich werde die Stucki damit abwerfen, denn das sind Schokorosinen. Und ein Glas Rotwein, um klarzukommen. Auf die Welt der Gamer, wo ich nicht dazugehöre. Das ist nur Traubensaft. Ey, eigentlich hätte hier jetzt noch Ananassaft gefehlt. Gibt's beim nächsten Mal, versprochen. So, Spiel ist bereit, Discord ist bereit, Headset ist bereit, Kamera ist bereit. Welt geht gerade unter, die ist auch bereit. Ich bin auch bereit. Warte, wer macht da jetzt alles überhaupt mit? Keine Ahnung, wahrscheinlich die letzten wahrscheinlich dieselben wie beim letzten Mal, plus minus paar andere halt. Weiß ich gerade selber nicht genau. Jo, so sieht's aus. Wisst ihr Bescheid. Au! Jo, wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, gebt mir einen Daumen runter. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, stellt euch einen Wecker, was weiß ich. Und wenn ihr mir folgen wollt, so sehe ich von hinten aus. So, genug gelabert. Ich infiltriere diesen Ort jetzt mit meinem super hässlichen Blau. Ne? Wie manche Spitznasenkrähen es so empfinden. Shapeshift ein bisschen hochstellen, wenn wir mit einem Imposter spielen? Shapeshifter? Oh ja, bitte. 100%! 200%! Oh ja. Jawohl, nee, 70 reicht schon. Ach, geht schon los, verdammt. Ich werde eh gleich abgeschlachtet, ich bin schon wieder unvorbereitet hier. Boah, seit wann steht die Stucki da? Wo sind überhaupt meine Aufgaben? Okay. Oh, der Buschmann. Ja, der wird hier nicht grundlos rumstehen. Der wird mich jetzt bestimmt nicht abschlachten. Der hat sich da nicht hingestellt, um einen auf Aufgabe zu tun, in den aller verstecktesten Raum da, wo keiner hingeht. Das Das ging ging schnell. schnell. No, King. Er hat mein Rot geklaut, er hat's verdient. Ich muss erstmal kurz meine Karte hier wieder Du bist der Imposter! Musik leise drehen. Moment! Ich muss euch alle Ja? mal leise drehen. Scheiße. Ach, hi Sharky, oh Gott, hi. Hi. Moin. Ich bin so klein und leise, mich kriegt keiner hier mit, das hier wird. Ja, du bist der Imposter. Er ist Imposter, er ist es. Wow. Sehe auch so, wo du raus. Hallo, wir haben also, ein Wort aufzuklären. Ja, ich würde auch gerne mal, bitte, danke. Der ja, liegt im Lower Engine auf jeden Fall. Und er ist vor mir auf jeden Fall hergelaufen, ich war im Reaktor drin, ich bin dann auch runtergegangen und dann lag er da schon. Also ich kann sagen, rechts auf der Seite war ich, da habe ich einen Jan gesehen. Und einen Dennis gerade noch in Admin. Du. Mich hast du nicht gesehen? Nein. Ich war dabei, wie heißt der Raum? O2 war ich dabei. Doch, 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 bei den Blättern. Doch, sorry, sorry, ich sorry. Ich war am Anfang in Admin, war da tatsächlich aber alleine und ich war eben auch alleine in Electrical. Verdächtig. Jeder ich ist war, verdächtig irgendwie. Ja. Also, ich war jetzt gerade eben bei Navigaciones, dann bei die Schilde und dann Comunicaciones und dann Admin. Ja, dann bist du mir nämlich entgegengekommen und kurz nach dir habe ich auch noch Sharky dort in Storage rumlaufen sehen. Der Mord kann gerade erst passiert sein. Ich habe, bevor ich hochgeladen habe, geguckt, ob noch alle lebendig sind. Da waren sie noch alle lebendig. Und als ich den Download abgeschlossen hatte,
war schon tot, ich wollte mich gerade auf die Suche begeben. Wenn es ganz kurz her ist, dann könnte es ein Self-Report sein. Ja, eine Download-Länge. Ja gut, dann das kannst du... Das ist lange. Also dann ist der Anfangsverdacht ja auf Rose oder auf Alex. Ich bin's nicht. Du, ja! Siehst du mein fettes Grinsen nicht? Ich höre es durch seine Worte und deswegen glaube ich dir nicht. Ich skippe, aber ich hab dich im Auge. Also was, wieder der Skip? Ja, also der Skip war es. Skip, 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 Beat. Bis gleich. Hey, geh mal. Man after midnight. Jetzt wird gesungen. Ist nicht so schlimm. Das ist schief genug. Summer! Oh. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Ihr könnt euch mal drum kümmern, ich hab keinen Bock. Ich will meine Aufgaben machen. Ich bin eh zu langsam, wie ihr alle wisst. So. Ich gehe mal davon aus, dass der Impostor jetzt auch in die Richtung hingegangen ist, wo der Alarm war, um unterwegs mal welche abzuschlachten. Wobei, Cooldown ist ja auch noch da gewesen. Deswegen halte ich mich hier in der entgegengesetzten Ecke rum, aber nicht mehr lange. Ich will einfach nicht abgeschlachtet werden, das regt mich auf. Ist mir egal, was hier sonst passiert, wenn wir verlieren. Scheißegal, Hauptsache ich überlebe. Hauptsache ich werde nicht umgebracht. So, mal kurz die anderen stalken. Hier unten rechts, das ist ja der Korridor, wo die Rose gerade auf mich zukommt. Weg hier. Wieso ist sie da nicht geblieben? Wieso ist sie da direkt weggegangen? Ich geh mal weg, ich trau dir nicht, Rose. Ja, wollen wir zurück nach Mad Bay? Ach, das ist die Aufgabe. Oh, Alter, das erschreckt mich jetzt mal. Ich hasse es, Imposter zu sein. Ich hasse es. Da Rose okay. Es ja zugegeben hat. Ja, ich hab's gerade gesehen. Darf ich mal kurz sagen, dass mein Anfangsverdacht auf Self-Report wieder mal korrekt war? Ist ja gut! Das ist heute nicht das erste Mal. Ist ja gut! Dennis, du kennst doch so viele Leute. Wenn du vielleicht noch jemanden kennst, der mitmachen möchte, dass wir wenigstens 18... Ich kann machen eine Fragung. Ich hab nur gerade zu meinen Leuten hier gesagt gehabt, ja hier, ich wette, es steht irgendjemand gerade wieder in Security und guckt durch die Cams. Aber und Rose, mein Verdacht war richtig. Rose, das kann ja ganz auch clever gewesen sein. Das war ein Shapeshifter. Genau. Ich bin hier irgendwo bei Navigation bei Download, wo kein Mensch gestanden hat, was kein Mensch sehen kann, weder auf den Camps noch sonst was. Und man hätte prinzipiell erstmal gesagt, schwierig. Das Problem ist aber, die Rose ist so eine Liebe. Wenn ich mich nicht self-reported hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auf Stucky gegangen. Dann hätten wir wenigstens ein Lütchen rausbekommen. Das wäre doch ziemlich witzig gewesen. Ich versuch mal herauszufinden, was mit dem komischen Pornolatze ist. Ja, ob er überhaupt schläft? Also er war zuletzt online heute um 10 Uhr, das heißt, er ist da ist so in die Richtung pennen gegangen, das heißt, das wird heute nichts. Er hat halt keinen Schlafrhythmus, der hat Schlaf-Offbeat. Der ist komplett im Arsch. Er ist, solange er noch atmet, ist ja alles gut. Ist alles gut, solange er sich noch bewegt und atmet und rülpst, ist alles schick. Das Rülpsen mach ich ja schon. Rülpsen ist mein auch. Job. Wenn das so weitergeht, werde ich das auch irgendwann noch machen. Du hast die richtige Gesellschaft los. Dann einen Rülps-Wettbewerb. Geil! So gut werde ich nicht sein. Ach scheiße, schon wieder Imposter. Ich hasse das! Was ist denn da mit Rose los? Ich glaube, Stucky hat diesen Bug gerade auch gehabt. Kabel, Salat. Ja. So, die Karte, die keiner hinkriegt, die ich aber voll gut hinkriege. Electric, ich hasse den Raum, ich will da eigentlich gar nicht rein. Ich habe das Gefühl, da passieren die meisten Kills, weil das halt so ein total abgelegener Raum ist. Ich komme gut voran mit meinen Aufgaben. Ich mach mal hier so eine Runde. Nee, hier könnte ich mich gerne drum kümmern. Ich glotz mal da rein. Okay, die Rose ist da schon. Ja, und noch jemand, was ich nicht mitbekommen habe. Rose, I don't like this. Wenn ihr mir hier jetzt gleich hier hinterher schleicht und ich gleich abgestochen werde von der... Ich wusste es, wie die da schon stehen geblieben und dann zu mir sich umgedreht hat. Rose! Wie muss Rose's Reaction gerade sein, dass sie zum zweiten Mal Impostor ist? Das muss ich mir... Ja, entdecke meine Leiche bitte. Danke. Und ich muss jetzt die Fresse halten. Scheiße, den hatte ich gerade im Verdacht. Da ist der Shoggy in Elektrikal mal eben gestorben. Das ist sehr ungünstig. Ja. So, stehst du auf der Leiche, Jan? Also Suk und ich, wir waren gerade von Reaktor an zusammen
und waren gerade auf dem Weg runter zu Electrical. Richtig, richtig. Ich weiß nicht, wer in der Cam war, aber ich habe da mal kurz ein... Ah, okay. Dann das war nicht kurz! Ein Tänzchen. Ja, der Sharky hat sich bei mir so ganz komisch über die Map geteleportet. Ich weiß nicht, ob der Ping des Todes bei sich hat oder so, keine Ahnung. Irgendwer hat am Anfang so Breakdance mit seiner Pflanze gemacht. Das war Rose, ihre Pflanze war richtig, richtig buggy bei mir. Ja, sah richtig geil aus. Während ich für Stucky offenbar getwerkt habe, kam mir der Jan aus der Storage entgegen. Ich kam aus Communication. Also ich bin den rechten Weg komplett angekommen. Gesundheit. Kann ich nicht bestätigen, kann ich aber auch nicht verneinen, also... Es gibt was. Es gibt mal wieder. Das wird hier aber auch echt ein Running Gag, oder? Ja. Das ist doch cool. Ja, und dann auch einfach nur, weil ihr zu dämlich wart, dazu rallen. Sonntag. Nein, weil dann wird zu so scheiße sind. Ich war gar nicht da, lass mich. Ja, dich meine ich auch nicht, du bist ausgeschlossen. Also, davon. Ey. Bla, 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 bla. Immer diese langen Diskussionen hier. Ich mach mich mal nützlich, auch wenn es nichts bringen wird, und mach jetzt einfach meine Aufgaben. Wir werden eh alle sterben, bis dahin. Aha, Ki und Jan haben sich wohl gegenseitig so komisch im Verdacht. Ah ne, das ist okay. Blip, 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 blip. My heart skips, skips. Was stand da? 10 Stunden Download? Habe ich das gerade richtig gelesen? So, eine Aufgabe habe ich noch und dann ist die Runde vorbei. Dann haben wir alle gewonnen. Dank mir. Nee, träumst du wohl von. Ja, ich habe das Gefühl, die Dame ist ehrlich. Ausnahmsweise mal. Der Alex sieht auch ernst aus. Was macht der Jan da? Ist der fertig oder was? Jan, du sollst nicht nebenbei mit der Ava knuddeln. Mach deine Aufgaben, damit wir hier gewinnen. Wo seid ihr alle? Wow. 3, 2, 1. Ki und Jan schon wieder. Wo sind denn die alle? Okay, ganz ehrlich, hier haut. Ja gut, ne? Ja, wer war's? Ich hatte nur schon wieder die Rose. Ich hatte schon direkt keinen Bock gehabt, ja. Problem ist, jedes Mal, wenn mir jemand entgegengekommen ist, hätte ich hinterherrennen müssen und der Abstand war zu groß. Und wenn jemand anderes kam, war jedes Mal jemand doppelt mit am Start. Das hat nicht funktioniert. Na gut, da hättest du allerhöchstens jemanden blamen können. Also direkt killen und den anderen blamen. Ja. Das kann ich nicht. Bin ich zu doof für. Regenwolf hier schreibt die ganze Zeit, wie gesagt, kill Stucky, dann ist alles gewonnen. Ja, das stimmt, weil ich nämlich der klügste Kopf hier bin. Ich bin der beste Detective. Ja! Du bist aber auch die Verdächtigste. Also, das heißt, dich leben zu lassen wäre wahrscheinlich noch am allerbesten, weil du dich immer selbst rausvoten lässt. Ja, genau. Stucky denkt zu viel, ja. Nee, ich glaube, du denkst auch zu viel drüber nach. Ja, das ist wahrscheinlich. Weil ich wollte eben gerade, bevor es Schluss war, wollte ich gerade eine Menschenband drücken und so fragen, so, lebt ihr alle noch? Ich bin ein sehr mieser Imposter. Nehmt mich nie als Imposter, Buddy. Ja gut, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass man nicht wenigstens einstellen kann, ob man als Imposter gewählt werden möchte oder nicht, finde ich. Also anonym für sich selber einstellen. Das ja, da würde jeder sagen, ich habe keinen Bock auf Imposter und ich würde die ganze Zeit Imposter sein. Andererseits, das wäre geil, mach mal hier jemand soll mal so. Das war bei unserem Mega-Stream, glaube ich. Da hatte ich doch so, haben Keks und ich uns doch genauso gebuttert wie Stucky und ich davor am Mittwoch. Ne, und ich hatte so einen Hass auf Keks und in der nächsten Runde, ich sag, wenn ich Imposter bin, der Keks schreit jetzt, ich guck so, Imposter, ich sag, ja, seh mein Buddy Keks. Nein! Ich sag, so war das aber nicht gemeint. Wie war das? Imposter-Buddy King? Wie war das mit Keks, der letztes Mal 5-mal Imposter oder so war hintereinander? Ja, das war mega. Alter, ja. Ich möchte nicht schon wieder Imposter sein. Wehe. Ich drück die Daumen. Also, Rose, alle guten Dinge sind drahoi. Bitte ich. Zu. Na ja, gut. Crewmate bei 7 Leuten und einer hat die Wahrscheinlichkeit. Alter, wie viele Aufgaben sind da in Electrical? Also bei 7 Leuten und nur einem Impostor ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass man Impostor wird. Oh, wer hat die Lichter ausgeschaltet? Nee, ich gehe da jetzt nicht hin. Ich habe das Gefühl, der Kompostor wird genau dahin gehen. Okay, Lichter wurden gefixt. Ich wage es jetzt mal. Habe ich schon mal die 4 Aufgaben hinter mir. Alex, der hier immer noch rumsteht. Mann! Kacke!
Hallo, was ist denn jetzt passiert? Ich hasse das. Ich habe hier Nervenkitzel, zu lange in diesem Raum zu stehen. Ich hasse diesen Raum. Und wer hat hier so viel Ananas-Pizza hier gelassen? Ja, da redet man von Ananas, kommt die Stuki angeflogen. Und der Jan hinterher. Stuki, die Impostor-Queen, die sich gerade dachte, wer hat da von Ananas gesprochen, den gehe ich jetzt umbringen. So, okay, da kommt schon mal unser Benzin rein. Ach, mir fällt gerade auf, ich habe die... Ja. Ist mir auch eben eingefallen. Ich hatte es nur total verdrängt. Ah, einmal einen Mini-Sharky-Kloten, bitte. Einen, der dieses Spiel besser spielen kann als ich. Ui. Oh shit, ich wollte gerade noch sagen, ich habe Jan wenden sehen, aber okay. Dann war es vielleicht ein Shapeshifter. Oder er war Ingenieur. Dennis habe ich gefunden, der liegt direkt in Admin, oberhalb dieses Tisches und der Kies da gerade so rumstolziert. Ich bin von unten gekommen. Aber du warst schon drin, du warst schon in dem Gang. Ich kam gerade rein, habe Report-Button aufleuchten sehen, bin dann richtig rein und dann... Eier! Also ich bin von Shields zu Communications und Stoge, da habe ich gesehen, dass Stucki hochgelaufen ist. Geminator habe ich noch nach links laufen sehen. Richtig. Sharky ist kurz vor mir gelaufen. Da wollte ich eben noch gucken, weil Stucky mir so entgegenkam. Ich sage, na, lebt genau. Der Sharky noch? Da wollte ich noch gerade noch gucken. Aber wenn Stucky reported hat, das hat ein bisschen lang gedauert, oder? Von Storage zu Admin? Ja, ich bin erst runter durch Storage, bin in Electrical gegangen. Da habe ich einen Jan gesehen, wie aus dem Vent gehopst ist. Da sind noch ein paar Leute reingelaufen. Ich glaube, Key war da schon drin. Oder Sharky oder so. Ich weiß nicht. Ich war nicht in Electrical. Jan war auf jeden Fall drin. Ja, aber ich bin in dem Moment rausgelaufen, als du und dann Jan dir hinterher in Electrical rein seid. Ich bin auf jeden Fall in Admin rein. Direkt oben an diesem Tisch. Also man hat die Leiche auch kaum gesehen, weil nur die Hälfte verguckt haben. Also legit neben mir oder wo? Ja, ja, rechts, richtig in Admin rein. What? Rechts neben dir, über dem Tisch. Also der Report-Button, der muss auch bei dir aufgeleuchtet sein. Der ist ja schon am Anfang bei mir. Entweder ich hab's legit nicht gesehen, oder ich bin halt nicht weit genug reingelaufen, weil ich hatte halt beide Tasks da. Also nicht am Tisch, sondern an diesem Kabel-Dingsbums. Genau, da oben. Rechts davon, so, ne? Am Eingang. Und ich bin halt dann da so rumgewiggelt, weil du mich halt voll überrascht hast, dass du auf einmal da standest. Und ich wollte nicht, dass du mich killst, also habe ich rumgewiggelt. Scheiße, ich glaube, ich werde das Voting bereuen, was ich gerade gemacht habe, aber ist egal. Hast du jetzt auf mich? Ja, bist du, also. Nein, ich habe auf Key gesetzt, aber weil er sich am Anfang so überhaupt nicht gewehrt hat. Also für mich klingt das legit, dass er es überhaupt nicht gescheckt hat im Moment gerade. Spiel zum deswegen bereue ich das gerade, dass ich auf ihn gesetzt habe, aber alles gut, passiert ja nichts, glaube ich. Ja, Glück gehabt, aber gerade so. Ach, Kabelsalat. Ah, ich muss nochmal Benzin. Auftanken. Schluck, schluck, schluck. Einmal Benzin rein. Spuck, spuck, spuck. Kümmert sich da vielleicht mal jemand anderes drum? Oh. Okay. Alex, ich trau dir nicht. So, vielleicht können wir es jetzt mal machen. Blue. Keine Ahnung, was das ganze andere Zeug heißt. Rose, dir traue ich gerade am wenigsten. Ich wette drum. Du bist jetzt auch zum dritten Mal Impostor geworden. Da! Was habe ich gerade gesagt? Wo bist du hin? Oh, die Olle ist gewendet. Also ich glaube, Key ist es nicht. LOL, wer macht denn hier Doppelkills? What the fuck? Als Single-Impostor! Okay, weißt dann du, ist das Alex. Ist? Dann nein, ist das Alex. Nein, ich wollte gerade selber reporten, hab aber nur den Report-Button gesehen, aber keine Leiche. Die lag nämlich oben bei Weapons. Ich wollte auch gerade reporten. What? Ich glaube, es ist Alex, ohne das Böse zu meinen, aber Rose ist da noch nicht so gekonnt darin, so gut. Study Rose. Also da ich weiß, dass ich innocent bin und Rose tatsächlich... Der Dennis hatte recht, alle guten Dinge sind drei. Never das Self-Report, Alter. Ich hätte Rose da schön an Caps killen können. Na, ich war im Reaktor, hab den Reaktor ausgemacht, also, da war Rose, Sharky noch das da. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dass du von jetzt noch gleich die Runde deines Lebens hinlegst, das glaube ich leider einfach das ist, nicht. Das ist Alex. Okay. Wenn Alex schon wieder so gegen mich shoutet, ist der das. Du hast doch mit dem Scheiß angefangen, also sag mal leise dahin. Ja, weil es offensichtlich ist. Ich hol mal das Popcorn raus. Das ist Alex. Rose, du hast das in der Hand. Rose, mach jetzt keine Scheiße. Schön gemacht.
Ja, GG an dich, würde ich sagen. Echt jetzt? Dreimal hintereinander. Oh mein Gott! Die Runde ihres Lebens. Was? Da liegt irgendein Fluch auf dir. Rose, dazu kann ich nur eins sagen. Rose, du bist heute eine schwarze Rose. Was ist los? Also, hast du uns zwei mit Absicht leben lassen, weil du weißt, dass wir uns immer so bebuttern? Nein, ich habe einfach nur die genommen, die mir gerade über den Weg gelaufen sind, wirklich. Doppelkills, Alter, zweimal hintereinander. Ey, das hätte ich dir nicht zugetraut, sag ich ganz ehrlich. Ey, Props an dich. Das war so Respekt. Gut. Ich habe gerade mir eine Cap aufgesetzt. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Dankeschön. Dafür aber Rose, dürfen wir jetzt auch mal Imposter sein? Nein. Ich lass die Cap jetzt einfach auf. Scheiß drauf. Ich nehme trotzdem gerne ab. Das ist halt echt, wenn wir beide übrig sind und wir beide den Verdacht aufeinander haben, dann weißt du genau, dass du als Dritter eigentlich safe bist. Ey, ohne Witz. Ohne Witz, ich hab ja gerade Party gemacht. Ihr könnt meinen Chat fragen, ich hab abgedanced. Es war aber so Kino wieder, ja? Es war ja dann die Vorlage, sie oder ich, aber beide sind falsch. Ich stoß auf Rose an, Rose auf dich. Ja, Schluck dran. Ich hab nicht mehr so viel, aber ich mach mit. Next round. Ich hab meine Klopfer hier noch neben mir stehen. So, also Rose ist jetzt aus Prinzip das vierte Must-Hass, sag ich jetzt schon mal vorab. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, Notfall-Meeting und wir voten sie direkt. Wow! Stell dir mal vor, und dann ist es instant richtig, ne? Wenn du es jetzt wieder bist, ich hab hier 100 Milliliter Wodka, 37%ig, den ex ich, ne? Dann ex mal. Fuck. Oh, ich darf wieder Pew 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 spielen. Das macht mich nervös, wie die da im Hintergrund rumlaufen. Oh, was ist denn hier los? Ich bin ja richtig Pro-Gamer. Ich habe keinen einzigen verfehlt. Wow! Au. Nö, leckt mich mal hart. Ich gehe da jetzt nicht hin. Die genau entgegengesetzte Ecke. Ah. Jan, wieso stehst du da so komisch? Ja, geht mal alle weg. So, die Aufgaben gehen schnell. Die löse ich und versuche den dann hinterher zu... Okay, zu spät. Ich bin zu langsam. Spannend. Und ja, da stand irgendwas mit 10 Stunden und 7 Minuten Downloadlänge. Also, so viel ich bin schon mal nicht. Das wollte ich auch sagen. Bitte lass den fucking Download gerade noch durchgegangen sein. Oh, bei mir auch! Ich bin auf dem Weg Richtung Upper Engine, um den Tank aufzufüllen. Aber ich habe gerade eben noch gesagt, weil ich bei dem Alarm nicht zum Alarm gegangen bin, sondern meine Task gemacht habe. Und weil Stucky so um mich rumgeschwänzelt ist, Alter hat doch safe einen Sass auf mich schon das wieder. Das habe ich gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich möchte kurz was sagen, einfach weil, dass ich nicht allein gespoilert werde, sondern für alle. Ich möchte euch aber dann auch in der Runde beten, das zu lassen. Alex kommt gerade im Chat rein und blamet mich, weil er denkt, ich habe ihn gekillt. Ich bin's nicht. Er sieht's gerade selber. Wir haben Shapeshifter. Also auch bitte, ihr könnt ja im Chat... Gebe ich jetzt zu, also das ist jetzt nicht gespielt. Also wir können ja in den Chat reinkommen und sagen, du blöde Kuh, aber dann guckt bitte noch einmal richtig auf dem Display, ob da wirklich eine rote Schrift steht oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Also wir haben Shapeshifter. Ja, wollte ich gerade sagen. Was. Okay, ne? Also für alle dann. Okay, also jetzt wisst ihr, ich bin's nicht. Das okay, lass mal Stucki voten. Auf der anderen Seite ist Dennis aber relativ lang mit 4 Leuten mit uns auf der rechten Seite rumgelaufen. Das stimmt. Stucki, also links war ich und Dennis. Links war, als der Reaktor war, Gaminato mit mir. Ich habe extra noch gewartet, ob irgendjemand mal kommt. Ja, wir waren alle in Navigation. Und dann habe ich da noch eine Quest gemacht. Wo waren Phoenix und Key? Key war mit bei uns. Ach so, sorry. Ich war auch kurz bei euch, da bei Navigation bin ich an euch vorbeigelaufen. Ihr drei seid dann weiter Richtung Shields, glaube ich. Jetzt gerade stehe ich bei Communications. Hä? War Rose die Einzige, die dort drüben war? Nee, mit Gaminato und Rose Dennis kam noch hinterher. Nein, bin ich wirklich nicht. Also ich glaube tatsächlich, irgendwie ist Sharky für mich verdächtig. Also ich skippe, das ist... da gewesen in der Ecke. Ich skippe auch, aber ich behalte dich im Auge, mein blauer Schlüpfling. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ja, ich hasse es, beobachtet zu werden, deshalb. Nicht, weil ich irgendwie... Ja, ach nee, das war auch unten davor. Bis auf die letzte. Ey, wenn ich jetzt von Jan abgeschlachtet werde, wo er so meint, ich hab dich im Auge und dann ist er selber.
Ja, oder ich habe zwei Leute, die mir jetzt die ganze Zeit am Nacken hängen und mich beobachten. Das wäre ja auch schön, weil dann bin ich ja safe. Ja. Okay, wir sind schon mal zu dritt. Jan, nicht gehen. Lass mich nicht mit dem Buschmann allein. Ich hab da drin nur noch eine Task. Die will ich jetzt nicht, ohne die zu machen, weg. Jan, aber du sollst mit mir hier jetzt auch nicht alleine drin sein. Ach, ich hasse es. Ich trau euch beiden nicht. Kreis, Dreck. So, wo ist gerade was drin? Okay, in Electrical stehen gerade zwei rum. Wartet mal auf mich. Wenn da zwei Leute drin rumstehen, kann ich ja... jetzt nicht mehr. Die Rose ist es nicht. Okay, wir haben die offizielle Bestätigung, Rose war es nicht. Ich habe sie beim Flur bei Navigation gefunden. Darf ich mal kurz eine allgemeine Frage stellen? Ja, nein. Bitte. Weil ich das gerade nicht so auf dem Kopf habe, ehrlich gesagt. Im Storage hast du doch diesen Tankbehälter. Ist es möglich, dass man dort zweimal an dem rumdrückt? Du gehst halt einmal hin, tankst dich voll, gehst zum oberen Ding, machst voll, wieder runter, machst wieder voll und machst dann den unteren. Weil ich mir jetzt nicht sicher war, weil ich dich, Dennis, da gerade gesehen habe und ich dachte, zweimal? Warte, ist das möglich? Ich war mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Für beide Engine-Räume. Ich bin gerade in Admin rein und Dennis habe ich gerade noch in Storage gesehen. Dennis, hast du gesehen, wo Sharky hin ist? Als ich Electrical rein. Ich habe nur gesehen, dass er dir hinterhergelaufen ist, aber ich gehe irgendwie tatsächlich leicht mit dir, Jan, dass es eventuell Sharky sein könnte. Du warst in Electrical, hast da irgendwas gemacht, bist dann rausgegangen. Du, zumindest als ich mit meiner Task fertig war, warst du nicht mehr da. Und dann, als ich rausgegangen bin, kamst du auf einmal wieder rein. Wenn jemand killen wolltest. Nein, weil mir die ganze Zeit Leute, also Jan und Dennis, hinterher geeiert sind, hatte ich ja nichts gegen. Nur dann ist einer von euch immer raus und ich wollte nicht mit einer Person alleine sein, weil ich euch beide auch in Verdacht habe. Also bin ich kurz raus und als ich dann gesehen habe, dass da keiner mehr im Raum drin ist, wieder rein. Weil ich da noch eine Aufgabe hatte. Ja, ich habe mich extra mal ein bisschen entfernt von euch, weil ich finde das scheiße, wenn man dann immer zu dritt rumläuft. Allerdings habe ich versucht, damit einen Kill rauszutriggern, indem ich halt dann einfach vorzeitig gehe. Ich habe leider keinen erwischt und ich habe Rose die ganze Runde, also jetzt gerade null gesehen gehabt. Ich auch nicht. Aber es war ja in Navigation, ne? Da habe ich mich ja gar nicht rumgetrieben. Ich war die ganze Zeit da, Electrical Storage in dem Bereich. Und Admin bin ich kurz drin gewesen. Kann irgendjemand einschätzen, wie lange der Kill her ist? Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich war links, keine Ahnung. Ja. Also ich kann es auch nicht einschätzen. Ja, also ich war ja bei Electrical, da waren wir ja irgendwie zu dritt. Dann bin ich halt weggegangen, bin zu Communication, hab da was gemacht. Und dann bin ich halt hoch. Wer war denn noch mit dir in Electrical, wenn du sagst, ihr wart zu dritt? War das zu Shakalak und so? Ich glaube, Shakalak, Sharky. Ey, okay, Stucki. Ich hab dich nicht gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr. Scheiße! Ich hab halt einfach gar nicht gewotet. Ich auch nicht. Also auch vergessen. Also ich hab meinen Hard geskippen lassen. Und jetzt schnell weg hier. Der brauchte aber lange. Also, ich hab die Stucki in Verdacht. Die hat ja auch als einziges auf mich gewotet, weil sie wahrscheinlich dachte, jeder ist sass auf mich, dann werde ich bestimmt rausgekickt. Und sie ist der Impostor. Okay, die zwei sind da rein. Ich gehe da rein. Leute, hier ist es nicht! Alter, mein einziger Sass ist jetzt tot. Das ist eine sehr interessante Runde. Okay. Ja, nun, Was ist los? Also, warum bist du ein Shapeshifter? Was soll das? Ja, weil also, hab ich so gelernt. Also, du hast jetzt so 30 Sekunden, dich zu verteidigen, dann bist du eh rausgewählt. Genau. Ey, wie soll ich mich denn noch ver... Oh mein Gott. Ich glaub nicht, dass es der Key ist.
Ja, ja gut, okay, aber dann bist du's. Dennis war's bestimmt, wette ich mit. Ach so, ja klar. Dein Gesicht war's, so ein Ding ist das. Na okay, Spaß beiseite jetzt. Wir hatten noch Dennis. Ich möchte mal kurz sagen, wie süß die Situation war. Er läuft mir entgegen, killt mich, ohne mit der Wimper zu zucken. Er shapeshiftet, Jan kommt von links, Dennis von rechts. Und ich stehe da und ich so, oh Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber hast du dich als Stucki geshapeshiftet? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ihr kamen beide gleichzeitig. So. Das war so gemein. Vor allem Pi, ich hatte dich die ganze Zeit schon so ein bisschen auf dem Kicker und hab erstmal den Sharky bei O2 geschildert, weil ich mir dachte, na, da passiert doch gleich was. Aber also, oh, da hab ich Glück. Ich hatte jetzt halt Sharky, weil er eben so rumgeschwänzelt ist und Ki halt. Aber ihr wisst gar nicht, wie entspannt so, die Runde gerade für mich war, indem ich einfach nur tot war. Das war halt mega unangenehm. Ich bin halt wirklich erstmal bei Stucki einfach nur so, weil ich mir dachte, ich sag, du, rüber in Chat, hab nur in Chat reingeschrieben und dann dachte ich mir so, scheiße, sie ist es gar nicht. Ich war super schockiert, ich so, hä? Und ich hatte gerade die Map offen im Talkscreen, mach die aus und zeig ihm hier, alle Namen sind weiß, ich bin's nicht. Aber Solo-Imposter 3 Kills zu machen und die Spiel ist nicht wirklich offen schon? Nee, war stark. Aber Dennis, ich bin Noob, ich darf rumschwänzeln. Das ja, wenn du sonst nicht zum Schwänzeln hast, ich mein, was? Ich wollte gerade vorschlagen, für die nächste Runde könnte man ja auch 2 Imposter machen und dafür nimmt man die Aufgaben ein bisschen runter. Vielleicht macht's das ein bisschen einfacher. Könnten wir ausprobieren. Payroll ist Crewmate. Viel Spaß, das ist so spannend. Das ist so spannend, dieser Download. Von 3 Tagen noch was. Ne, falscher Sound. F hackt. Das ist so spannend, dieses Retro-Game. Ich bin hier schon Pro in diesem Minispiel drin. Im Spiel selber bin ich ein Noob, aber dieses Spiel habe ich schon... Ich laber zu viel. Ich bin verwirrt. Das ging schnell. Ja, jetzt muss ich überlegen. Ich habe nämlich... Servus. ...sehr viel gelabert und nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe den Alex, seine Gestalt von der Leiche weglaufen sehen, und zwar eine Sekunde später. Wo liegt die Leiche? Moment... Nach Weapons, wenn man nach unten Richtung O2 geht, genau in dem kleinen Korridorbereich. Da war ich gar nicht. Ich war in Electrical. War das vor also oder nachdem das Licht ausging? Nachdem. Ich war also, und ich okay, hab das Licht auch wieder oben angemacht. Dann hätte ich eine Information tatsächlich, die interessant wird. Ich war nämlich in O2, als das Licht aus war, hab aber gesehen, du musst ja wieder komplett rumlaufen, denn für Licht, andere regeln das schon. Und dann kam mir Gaminator entgegen. Ich bin dann aber rüber in Navigation, hab da aber noch nichts gesehen gehabt. Entweder ist das kurz danach passiert mit dem Mord, oder nicht. Oder ein Shapeshifter. Es ist ein Shapeshifter, weil du bist mir nicht entgegengekommen, Rose. Ich war komplett allein und mir ist auch keiner entgegengekommen. Ich bin direkt runter in die Cafeteria zu Admin. Hab da mein Swipe-Card-Ding da gemacht, dann ging das Licht ja schon aus, dann bin ich runter in die Elektrike, weil ich da sowieso draufgaben hatte, hab geguckt, ich sag, na, Licht hier was, lag aber nix, hab's Licht angemacht, hab noch eine Task geschafft und dann kam schon der Report. Also es klingt tatsächlich sehr, sehr schlüssig. Ich hab auch keinen gesehen, ich bin von der Cafeteria nach Medbay, hab den Scan gemacht, bin über Upper Engine, dann ging's Licht aus, wollte ich eigentlich auch bis runter rennen, aber dann hatte Alex das schon wieder angemacht. Ja, wer steht dann noch in Frage? Self-Report. Okay, wo warst du? Also ich habe O2 gemacht, dann bin ich nach oben, Weapons, und dann ging halt das Licht aus. Dann bin ich halt Cafeteria rüber und dann wurde halt auch schon reported. Na gut, es könnte sein, ich hatte Weapons oben diesen Download. Bin runter dann in O2 und ich glaube, da war es schon dunkel. Auf jeden Fall ging das Licht wieder an, als ich von O2 rüber zu Navigation bin. Na dann lasst uns skippen, wir haben eh aktuell keine handfesten Beweise, oder? Nicht wirklich. Ja, muss man ja. Klar, ihr hättet mich rausholen können. Aua, das, hätte das tut weh. Impostor, ich weiß, du warst das. Entschuldigung. Tote Büsche sprechen nicht. Es ist nach wie vor so spannend, dieser Upload. Dö. Jetzt mach doch. Wieso erwische ich die falschen Sound-Effects? Keyblade, komm mir bitte nicht hinterher. Schon wieder! Fix das mal bitte. Hier ist noch jemand mit mir im Raum. Doch nicht beim Upload. Bitte? Ich habe in meinem Dings-Tablet da gesehen, dass jemand gedeiht ist, also habe ich Notfall
den Klumps gemacht. Herrn Hinhorn Key ist nämlich von Storage hochgelaufen Richtung Cafeteria, das habe ich gesehen. Mhm. Yes. Und dann ist das Licht ausgegangen. Dann habe ich gepanickt, weil ich wollte ja einen Notfall machen. habe ich so überlegt, ja, laufe ich jetzt runter oder warte ich, bis es jemand anmacht? Und ich war noch in Elektrik. Ich habe da sämtliche Aufgaben, die man haben kann. Es hat nicht eine gezählt gehabt und dann habe ich es gleich wieder angemacht. Also ich bin bei Lower Engine auf dem Weg zu Electrical, weil ich das Licht anmachen wollte. Ich stehe gerade mitten in Admin. Und ich habe mich da auch in der Cafeteria-Admin-Gegend rumgetrieben. Hat dann irgendwer eine Ahnung, wo er zuletzt war? Also hat ihn noch kurz vorher gesehen? Oder ich habe ihn gar nicht gesehen. Nee. Also ich glaube dem Key das mit dem Pad auch schon. Also kann mir übrigens einer erklären, wie es funktioniert? Also ist das mit dem Cooldown, dass ich das nur irgendwie 5 Sekunden benutzen kann? Ich bin aber nicht mit sicher. Mit deinen Aufgaben auf. Ach so. Das hat eine Batterie, so. Und wenn du Aufgaben machst, lädt sich das auf. Stand das da mal so oder so am Anfang. Aber ich weiß nicht, ob das 1:1 funktioniert, weil ich weiß zum Beispiel diese Lifelines im Polos, die du sehen kannst, das verzögert. Das heißt, wenn du drauf guckst und du siehst gerade, jemand wird rot und stirbt, ist das nicht in der Sekunde passiert, sondern du hast da so, ich glaube, 1 oder 2 Sekunden Verzögerung, bis das geupdatet wird. Ich weiß aber nicht, ob das bei diesem Tablet auch ist. Das weiß ich nicht. Doch, ich glaube ja. Das ist genauso. Also aber keine Ahnung, ich habe noch nie neben einem Kill gestanden und dann geguckt, wie lange es dauert, bis das Ding das registriert. Ja, ich auch nicht, aber ich dachte nur. Also wird sich ein potenzielles Opfer mit einem Scientist denn mal treffen und einen davon wird dann ermordet. Stupid, wir freiwillig. Game. Wir nehmen den Sharky mit, der wird von Spooky ermordet, ja, ich dir nehmen als Scientist. Ich bin euer ausgewähltes Opfer für eure Spiele. Aber dann müssen wir diese Rollen erstmal haben. Ich Imposter, du Scientist und Chucky Crew. Es sind 3 Mann. Dann musst du halt gucken, wer ist Scientist, der andere wird ermordet. 100% Wahrscheinlichkeit. Ja, easy. Ja, wenn jetzt? Du Scientist auf 100% stellst, dann wird's ja gehen. Ja, das, doch, stimmt. Da hast du ja recht. Du bist klug. Ja. Deswegen bin ich auch Ravenclaw. KLUG sag ich immer so schön. Aber, um das KLUG mal abzuwandeln. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, Chucky, hast du am Anfang tatsächlich mich gesehen? Also sprich orange, oder war das eher so rötlich, was von der Leiche weg? Ich dachte mir sogar, es wäre gelblich. Aber ich dachte, du, da deine Farbe am nahesten kommt, ich meine, es warst du. Okay. Ich skip übrigens. Hä? What the fuck? Also ich hab geskippt. Ja, ich auch! Die wollen wieder nur die Stucki ärgern, ey. Bitte folgt mir nicht. Ich muss die Ananas-Pizzas wegräumen. Oh nein! Hier, Noob, Alter. So dumm und... Hallo, was? Ja, die Lichter sind gerade übrigens wieder aus, ich sehe es. Oh mein Gott. Und sie sind wieder gefixt. Wer läuft denn da so raus? Ach, die sehen übrigens, dass ich mit den Kameras da am Glotzen bin, wegen dem roten Licht. Das ist dabei Navigation. Die Türen sind zu. Nein. Ja, hier muss man eine Zeit abwarten. Toll. Report. Lasst mich raten, gleich liegt in Storage. LOL! Fast. Weil die Türen waren nämlich eben zu, deswegen. In Electrical. Ich habe jetzt tatsächlich den Alex aus der Richtung kommen sehen, aber ich denke mal nicht, dass ein Impostor so blöd ist und da einfach den Korridor langläuft, sondern wahrscheinlich gewendet ist, also keine Ahnung. War es auch wirklich Alex, oder? Ja, das ist ja auch die Frage. Das ist halt eine Frage. Wo hast du mich denn gesehen, Sharky? Wo genau, welchen Korridor? An dem Korridor von Lower Engine zu Security bist du, glaube ich, reingegangen. Ich bin nämlich von da raus, okay. Bin nach unten und dann in Electrical D-Rose gefunden. Also ich kam gerade halt von Comms tatsächlich, deswegen könnte ich das gewesen sein. Also ich stehe im Weapons oben. Wer ist denn eigentlich noch am Leben? Wir drei. Ja, wir drei. Ja, die Stucki war's. Hä? Keine Ahnung. Überhaupt nicht, what the fuck? Ich habe aber auch keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Es kommt mir so vor, wegen deiner Tonlage, als ob du da mit einem Lächeln gerade sitzt und schlecht lügen würdest. Keine Ahnung. Nein. Ja, verteidige dich mal bitte, sonst schreist du auch immer so rum, wenn ich du bist. Ich hab dir gesagt, ich hier oben im Weapons, Mann, putz dir die Ohren! Ja, was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Vote. Wir müssen voten. Wem trustest du mehr, Sharky? Wir werden es gleich erfahren. Ich weiß nicht, wem ich mehr trusten soll. Bitte lass es die richtige Entscheidung sein. Wenn du nicht Imposter bist, dann war es die richtige Entscheidung. Ja, dann war es wohl so.
Das nächste Mal kill ich Sharky, der kann eh nur Von wegen, ich kann nix. Mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Sein. Mann. Was möchtest du? Ich will aber auch. Ich auch. Ich möchte auch mal wieder ein Engel sein, was? Ein Engel! Ein tötender Engel, ein mordlustiger tötender Engel. Ah! Meinst du ein Schlängel? Leute, ich hatte gerade einen Schwarzbildschirm mit einem grünen Männchen und Fragezeichen. Unser Ping ist auch same. Ja, der Ping ist auch gerade irgendwie... Ja, irgendwie ist das gerade ein bisschen... Wer ist Fragezeichen? Oh, bei mir Kage auch, 2000. Wir sind alle... Jan ist Fragezeichen. Ist gar nicht wahr. Ah, da. Jetzt gut, dann soll ich diese Unterbrechung nutzen und mal einer draufgehen. Nein! Eine Stunde, ist das euer Ernst? Ja, echt so, Alter! Das kenne ich von meinen Arbeitskollegen aber auch nicht anders. Einmal die Stunde müssen die rauchen. Mann, ey, diese Sucht, dieses ist zum Kotzen. Ja, scheiß Raucher, ey. Dann wart noch mit Lobby, Dennis, weil bis die wieder hier sind, kriegen wir eh wieder einen Disconnect. Also ich habe zwar gerade eine Lobby erstellt, aber da ist der Ping gerade auch ein bisschen sehr kacke. Ja, ist Sonntag, sind viele Leute wahrscheinlich online, wahrscheinlich vor allem auch Kiddies. Bin ich froh, dass wir nicht mit Random spielen. Oh, 17:10, ich muss mein Netradio bereit machen. Dein was? Netradio. Was machst du damit? Mir anhören, was du mit einem Netradio halt machst, lul. Ja. Während des Streams? Ich hab das auf eine Spur gelegt, wo der Stream das nicht hört. Wo nur ich das höre. Ist BVB-Netradio. Ich muss meinen Lieblingsverein supporten. Input, das hat irgendwas mit Fußball zu tun. Ja, was denn sonst? Es tut mir leid, der BVB ist halt meine Leidenschaft. Pass auf, was du sagst, nicht, dass dein Fußballverein das nächste Mal in einer der Vents landet. Im Vent, ja. Das nächste Mal muss da mal Slytherin liegen, ganz ehrlich. Wo wir hier gerade. Ja, sehe ich auch so. Oh, das muss den Key aber ganz heimlich machen. Ey, farblich passt das ohne sogar dass Duki vorher reinschaut. Hier. Das kriegen wir hin. Ach, Key, also, bist du da? Ach, ich stifte einfach Keks an, der ist auf meiner Seite, weil Postbank. Nachdem auf dem Gegner jetzt gehatet wurde, ist Keks. Keks meinte ich ja auch. Ja, warte mal. Keks? Schaust du gerade bei irgendwem von uns noch zu? Wir brauchen dich mal. Wir brauchen mal deine Expertise. Also bei mir ist tatsächlich nur mein eigener Bot. bei mir ist hier eben. Ich kann das nicht mal aussprechen. Ich hab zwei Zuschauer. Entschuldigung! Und warum bist du so komisch in deiner. Weil ich liege! Warte! Hast du einen Imposter-Shirt an? Ja! Moment, ich hab Werbung, du musst gleich mal aufstehen. Wenn die Werbung vorbei ist. Ich hab. Ja, immer diese Leute, die Werbung haben. Warum ist bei mir Werbung? Ich hab Werbung. Immer die Leute, die Werbung schalten. Ja, so, Twitch. Ich hab's ausgeschaltet. Ich bin seit ein paar Tagen Affiliate, aber ich kenne mich damit noch nicht so aus. Entschuldigung. Twitch schaltet automatisch Werbung. Nice. Das ist scheißegal. Das sieht cool aus. Wenn das noch wer will, ich kann euch die Photoshop-Datei noch zukommen lassen. Wieder da. Wieder da. Willkommen zurück. Danke. Soll ich nicht neuen, du? Also Alex ist ein waschechter Imposter. Ja. Er hat ein Imposter-Shirt. Guck dir doch bitte mal meinen Streamtitel an. Das hab ich aber schon gesehen. Das hat er in Hogwarts Legacy gezeigt. Ist das ja, das? Ja, da kam das gerade den Tag an. Der neue Code ist von Stucky. Sharky Muted heißt der neue Code. Alles klar. Genau. Du hast das vor einer Stunde geschrieben. Ich hab seitdem den restlichen Urlaub nur noch... Jetzt. Dennis, bevor du startest... Ja? Mein Gedanke wäre, man könnte vielleicht auf zwei Imposter gehen auf einer großen Map mit vielen Aufgaben. Ja, wenn du aber lange Aufgaben, also ich verstehe den Punkt, aber wenn du lange Aufgaben hast und zwei Imposter, dann gewinnen ja die Imposter eher, richtig, weil die Crewmates nicht hinterherkommen, dann musst du es ja ausgleichen. Dann die Aufgaben so lassen, aber trotzdem große Map und Cooldown hoch, ja, das ist in Ordnung so. Ja, das könnte man machen. Ja, wir können es ja mal probieren, wenn es zu doll wird, können wir immer noch anpassen. Ich wollte gerade sagen, ein Ründchen können wir ja mal testen, dann... Genau. Ja, stopp! Shapeshifter runter auf... Ja, gut. Ja, Moment, genau. Nein, ich schaff's nicht. Okay, dann gut luck, Herr Kwan. Wir werden alle sterben. Ja, ich glaube das auch. Oh, ich freue mich, wieder Crewmate zu sein. Und hier einen aufs Schiffssklave spielen zu können, der dem Tode verurteilt ist. So, erstmal die Pimmelaufgabe lösen. Ja, wer war das? Der Jan, glaube ich, der sich da direkt neben mich gestellt hat. Der wollte wieder sich zu Tode befriedigen. Das ging schnell. Well, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Wet escalated quickly. Wo wart ihr? Ich bin gerade Specimen Room. Ich stehe zwischen Boiler. Labor bei diesem Bohrer. Zwischen Comms und Office draußen. Was war jetzt eigentlich mit diesem Penis da gemeint, den Keks angesprochen hat? Der Pimmel ist bei Comms dieser Schlauch, der Eingang. Ach so. Den meinte. Hentai, also ja. Nein, mit Pimmel meint er die Teile, wo du das Labyrinth machen musst.
Ach so. Ach so, Leute! Ich dachte, du bist schlau! K-L-U-K! Wir müssen uns nochmal ganz kurz konzentrieren. Nee, Slytherin. Also, ich habe gerade noch Sharky da rumrennen sehen. Der ist Richtung O2 gerannt, das ist richtig. Da stellt sich mir jetzt die Frage, Dennis, warum hast du nicht auf den Report-Button gedrückt? Da war ein Report-Button? Ja. Du standst Dennis, im Türrahmen, kommst mir entgegen, ich laufe nur ein Stück hoch, da ging der Report-Button auf. So heißt jetzt für mich, könnten zwei Sachen sein, entweder war es Dennis oder es war jemand, der weitergelaufen ist. Also, ich oder kann halt, also ich weiß halt, ja, dass ich es nicht war, lol. Ich kann aber auch erklären, warum ich es vielleicht nicht gesehen habe. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass einer bei mir einen Sound eingelöst hat. Ich habe den aber nicht gehört und ich habe geguckt, weswegen ich den nicht gehört habe tatsächlich. Also, ja. Bei dir klingt's legit. Ich glaube, ja, das aber war jetzt. Aber hat diese Sonnenbrille auch Sehstärke eigentlich? Nur, ich frage einen Freund. Die Sonnenbrille hat Sehstärke, ja. Geil. Dann ist es keine Entschuldigung. Gut, und der Einzige, der ich trage nicht mal eine Sonnenbrille, ich trage eine normale Brille. Jetzt lass doch mal Jan rausreden. Der Einzige, der gerade gemeint hat, der denselben Weg quasi gegangen ist, ist die Rose, wenn sie denn wirklich bis Specimen schon runter ist. Ja, bin ich. Ja. Also ich bin den Weg gelaufen, ich habe ihn auch gesehen, aber er war selber halt im Labor durch und ich bin halt direkt durch die Schleuse runter. Also er war also schon nicht, unten mit drin war. Und du bist ihm sozusagen hinterher, du kamst dann an und dann war er tot, oder wie? Nee, ich bin an ihm vorbei quasi. Und dann bist du aber wieder zurück? Nee. Hä? Er ist doch oben gestorben, ich bin doch unten. Er war ja noch am Leben zu dem Zeitpunkt. Ich skippe auch, ich bin verwirrt, sorry. Ja, ich hab auch geskippt. Wir haben es geschafft, The Brain ist verwirrt. Ich hab nix mitbekommen. Diese Ravenclaws sind mir einfach zu hoch, es tut mir leid, ich check's nicht. Ja, Slytherins sind halt nicht die Hellsten, das ist so. Du auch nicht, du scheiß Gryffindor, Alter. Das Bild. Hatte ich da gerade Peace-Zeichen gemacht oder was war das so? Ich bin gemutet, ja bin ich. Oh, Lichter sind aus, schön. Kann ich nicht. Ich habe Besseres zu tun. Rose, was tust du da? Ich vertraue dir mal, junge Dame. Okay, da habe ich noch eine Aufgabe drin. Oh, großes N, bring mir Glück. Beschütze mich, meinte ich. Ich liebe diese Download-Aufgabe. Hallo? Hallo. Hallo. Hi. Seid ihr alle tot? Ja. Ja. Wer war wo? Ich bin gerade unten zwischen Weapons und Admin an diesem Pimmel halt. Ich war gerade an Camps und bin wieder rechts Richtung Electrical, also rausgelaufen. Richtung Storage. Ich war im Electrical. Ich bin gerade zwischen Communications und Weapons Richtung Communications. Weil komischerweise kam ich mir gerade selbst entgegen. Die letzte Person, die ich mit dem Alex gesehen habe, war die Stucki, die mit ihm zusammen, nachdem wir das Licht gemacht haben, dort runtergegangen ist. Und ich bin außen lang gegangen und bin von unten wieder rein. Also, ich hab's verkackt. Schön. Das war's nicht. Ich glaube, Jan hat Self-Report gemacht und er sagt jetzt, er ist sich selbst entgegengekommen. Glaubt mir das jemand? Na, ich glaube, jetzt sitzt du da wirklich mit dem Lächeln da und schwierig. Versuchst schlecht zu lügen. Ich Imposter-Kollege, es tut mir leid. Tschüss. Du hättest mich halt nicht killen dürfen, das war dein Fehler. Okay, ich hab keinen Bock, in diesen Specimen-Raum reinzugehen, das dauert zu lang. Das war die Aufgabe, okay. Hallo. Oh, wie pixelgenau muss das denn sein? Rose. Also den Jan schließe ich mal auch aus. Der scheint mir nett zu sein. Oh, aha, der Dennis stand da, hat sich direkt nach dahin bewegt, zu dem Bildschirm, als ich reingelaufen bin. Okay. Ja. Jo.
Ja. Ja. Ich bin jetzt so in einer geistigen Zwickmühle. Da Sharky nicht oben zu sehen war, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du gerade nicht in den Seismik ausmachen wolltest oder gegangen bist oder wie auch immer. Jedenfalls bist du mir nicht über den Weg gelaufen. Wo war der überhaupt? Ich habe da gar nicht aufgepasst. Der ist ganz oben. Also du oben die beiden Antennen waren das? Genau. Genau. Okay, da hast du recht. Ich wollte den nicht ausmachen. Kann ich mir nur vorstellen, dass es einer der Imposter war, der dann noch mit hochgelaufen ist. Oder der letzte Imposter. So, bei mir war Dennis. Und dann kann es bloß Rose gewesen sein, die auf der anderen Seite ausgemacht hat, weil ich habe dich von da kommen sehen. Ja, und ich bin auch rüber, um zu sehen, wer auf der anderen Seite ausgemacht hatte. So, das Ding ist halt, ich habe gegen euch beide einen Anfangsverdacht wegen dem ersten Mord. Aha. Wobei ich Dennis seine Story eher glaube mit dem hier, ich habe meinen Sound Alert nicht gehört und habe deswegen nicht geguckt. Ist dein Ehrlich so? Also, mein Guess wäre Rose, macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ich habe keine Ahnung, bin ich ehrlich. Also ich weiß nicht, mehr kann ich nicht dazu nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nichts kapiert. Nee. Nun. Lob. Und. Lord. Tut mir leid. Also ganz gut eigentlich funktionieren mit den Einstellungen, oder? Ich will ja nichts sagen, aber Stucki, hattest du gesagt gehabt, mit Entschuldigung im Partnerin oder Kollegin? Kollege. Imposter-Kollege. Kollege. Ich habe Kollegin gehört und dachte, nee, davon spreche ich mich nicht. Da kann ja auch unbeabsichtigt sein. Nee. Achso, Shapeshifter sollte ich ja noch runter machen, dabei aber. Ja, bitte. Aber Stucki, das war auch das erste Mal, dass wir als Partner versagt haben. Das stimmt. Das ist okay. Darf mal passieren. Wollen wir mit den Einstellungen weitermachen? Ich bist noch muted, Stucki, im Stream. Ich hatte jetzt auch nicht. Danke. Dankeschön. Lol. Qualitätscontent. Na, weil wenn ich tot bin, esse ich Chips und höre dann so eure Unterhaltung zu, damit man mich nicht knuspern und rascheln hört, mute ich mich im Stream. Das ist so ein Ja, wahrscheinlich. Ich habe gestern gemerkt, dass ich kann so viel knuspern, wie ich will, man hört es nicht. Wahrscheinlich Qualität mit KW, ne? Wollen wir starten? Mm. Yes. Das K in Kalle Kuschinski steht für Qualität. Wow. Richtig. Lord, der war schlecht. Hallo. Happy Sterbing. Alter, das hat so gut gepasst. Oh, bitte. Stack-Kill! Da hat jemand einen Stack-Kill gemacht, also hat mich auf einen Haufen hat gekillt. Ich weiß, welche Rampensau sich das trauen würden, das ist da Jan. Jan ist der Einzige, der zu mir immer gesagt hat, ich will unbedingt mal einen Stack-Kill machen. Dennis, bitte rette mich, ich bin mit dir gerade runtergelaufen. Ich war's definitiv nicht. Das ist richtig. Dann war es der Phoenix, weil ich meine, beim Stack-Kill überdeckt die Farbe des Killers die der des Opfers. Und ich habe gesehen, dass blau hochgeploppt ist. Was zum Geier, hä? Was hast du also ich war es nicht, ich stand an der Menge dran, aber nicht innen drin. Also ich habe mit Abstand, habe ich euch beobachtet. Also ich war noch oben und ich glaube, Dennis war noch mit oben, richtig? Ja, Dennis ist mit mir runtergelaufen. Also Rose war oben, Alex logischerweise, der ist ja tot. Ich meine, Sharky habe ich gesehen, weil ich habe blau nämlich aufploppen sehen aus der Menge. Beim Stack-Kill überdeckt immer die Farbe des Killers die der Menge. Ich habe blau aufploppen sehen. Also wir können skippen. Es kann ja sein, dass ich aufgeploppt bin, weil ich genau in dem Moment nach unten am Laufen war. Zum Laufen angesetzt habe. Ich also war's nicht. Stack Kill ist schon ja. Könnte auch Key sein, dem könnte ich das auch zutrauen. Ihr seid alle frech. Du bist aber auch frech. Ja, aber ich stand mit Abstand zur Menge. Rose oder Sharky kann das bestätigen. Ich muss gestehen, dass ich es leider nicht gesehen habe, weil genau gerade das Schlüsselding aufgeploppt war. Ja, das geht auch so schnell, wenn einer so frech ist. Also das, wenn du ein Stack Kill machst, das ist schon geil. Du musst es schnell sein, das ist schon frech. Also ich stand mit Abstand zu euch. Ich habe logischerweise auch nichts gesehen, weil ich die Aufgabe am Machen war und danach direkt nach unten gelaufen und also ich skippe. In der nächsten Millisekunde kommt. Ja, aber skippen ist doch auch ein bisschen doof gerade, weil jetzt. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wer es war. Ich habe blau gesehen, aber das muss nicht heißen, dass er es war, weil du weißt doch, wie schnell das geht, ein Stack-Kill. Ja, ich weiß schon. Das Ding ist da wer stand jetzt alles noch auf einem Haufen? Sharky, Rose und Key, meine ich, und Alex. Also die ich war definitiv in der Aufgabe drin. Ich wollte gerade den Schlüssel einsetzen und. Aber ihr standet auf einem Haufen, darum geht's ja. Aber Rose war heute schon so oft Imposter. Ich bin's auch nicht. Ich will auch nicht mehr. Du bist jetzt grundverdächtig.
Ja, komm, ich skippe. Hey, votet doch. Ich wusste auch nicht, dass man so einen kurzen Cooldown hat hier. Aber gut, skip. Nochmal gut ausgegangen, Alter. Ich wusste nämlich nicht, dass mit dem Aufploppen. Moment. Irgendwer ist nicht gemutet. Ich glaube, der Dennis war's. Nee, nach da oben darf ich ja nicht laufen. Weil ich habe ja da die Aufgaben schon gemacht. Okay, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Weg hier, Jan, weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss hier, scheiße, ich hätte lieber einen Vent oder so benutzen. Ich wusste gerade spontan nicht, wo die Vents hier sind. Oh Gott. Okay, ich stehe hier in Admin, in Communications steht gerade einer. Mann, mein Headset kann bestimmt... Jawohl! Ich wusste es! Ich wusste das mit dem Aufploppen nicht, deswegen hatte ich gerade gedacht, oh scheiße. Früher war das einfach, du standst, wie du gestanden bist und hast einfach das Deckel gemacht und konntest auf irgendwen schieben. Ja, das Deckel ist schon geil, ich bin da ein Fan von, ich finde das witzig. Aber wenn du genau hinguckst, die Farbe des Mörders überdeckt, also aufploppt halt auf. Und wenn du genau hinsiehst, dann weißt du, wer es war. Ich habe blau gesehen, also ich wusste es dann, dass du es bist. Vor allem, ich stand gerade noch über dir, Schaki, ich sag, du kleine, hässliche, dreckige Impost. Deswegen bleibe ich immer im Dropshift-Dings da. Oh, Alter, ich kann die Spawn nicht im Spawn. Dropship. Ich kann das Dropship. Nicht. Dropship. Shake-Stift. Edding-Stift. Ah, wollen wir starten? Die Zeit war echt, was war das? 15 Sekunden? Also viel länger kann es wirklich nicht gewesen sein. Du hast 5 Sekunden Start-Cooldown oder 7 oder so? Waren das nicht immer 15? Nee, 10. 10 bis... Ich glaube 10. Das sind 10 Sekunden. Jan, eiskalt, weißt du, der wollte immer ein Stack-Kill machen. Ich, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, ein Stack-Kill zu machen, aber dann habe ich gesehen, ach fuck, die laufen alle weg von dem Teil. Na gut, dann laufe ich halt auch mit runter. Wer kam jetzt eigentlich aus dem Loch gesprungen und hat mich gefällt? Ich will einfach nur diese scheiß Aufgabe oben machen, dass wir nicht alle verrecken und dann kommt er aus dem Loch gesprungen und ermordet mich. Jan ist halt immer der aus dem Loch kommt. Hey. Wollen wir starten? Er mag Löcher, ja. Ich wollte gerade sagen, der Jan und ich, wir haben auch irgendwie einen Rekord gebrochen. Kann das sein, so schnell? Ah, Mann, das lief doch so schön. Kann ich nicht noch mehr Crewmate spielen? What the? Rose, wo kommst du her? Die Rose schon wieder, die ist schon wieder... Die kriegt so oft die Imposterrolle, das ist nicht fair. Ich würde gern zuerst wissen, wo ihr alle so wart, wo ihr hingelaufen seid. Mit Key bei Electrical und vorher bei dir, weil ich dich gesucht habe. Ich bin nämlich nur, du bist rein, Key hinterher, ich sag, okay, Key kam entgegen und dann im Dunkeln. Stucki, yeah. Stucki, wo bist du? Scheiße, hier liegt keine Leiche, wo ist die? Und da hab ich gesehen, achso, die ist hinter mir. Ich bin mit Busch runter, Busch ist nach rechts, ich bin nach links durch Electrical durch und bin dann rechts nach Weapons. Spielt George. Und stehe jetzt direkt davor bei Weapons. Du bist rechts aus Electrical raus. Unten raus, mhm. Na, weil wir haben... Das reicht mir, Dennis. Ich bin halt auch runtergegangen Richtung Laboratory, hab da diesen komischen Bohrer-Gedings Planeten gesucht und jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Specimen runter. Jan? Die Rose ich war's. Bin tatsächlich vom Chip aus Richtung Storage, hab dort aufgefüllt, hab gemerkt... Schneller! Bin in... Electrical, hab's Licht angeschaltet, bin wieder raus, wollte Richtung Storage, da kam mir so ein Wulf aus drei Leuten. Ja, Key, wo warst du? Ja, erzählt keine Weltgeschichte, danke, Key. Ja, ich war ja mit euch da im Dropship, hab so geguckt, weil irgendwer stand da die ganze Zeit und ich wollte gucken, ob du den killst oder nicht. Und dann sind wir ja zu dritt Electrical rein, aber in den Flur da rein. Okay, dann ist Rose und Dennis Hass, weil der liebe, wer ist tot? Ach ja, Phoenix, der liegt nämlich genau da unten in dem Gang, wenn du zu Electrical runterläufst bei O2. Hab ihn aber null gesehen, ich bin direkt vorgelaufen. Weil ihr da langgelaufen seid. Dennis und Rose oder wer? Ja, die haben gesagt, die sind da unten langgelaufen. Also bei O2. Moment, stopp. Ah, nee, du warst Laboratory, sorry. Nee, Dennis nicht. Ich bin mit Dennis zusammen runter vom Schiff. Er ist nach rechts nach Laboratory abgehauen, ich nach Electrical. Ich bin aber komplett allein gewesen, ich habe niemanden gesehen. Ja, naja, ich sag nur, wo die Leiche liegt. Deswegen sage ich ja auch, was passiert ist. Also ich kann es nicht gewesen sein, Alex kann nicht.
Ja, ich weiß. Ja, aber... und Key kann ich auch ein bisschen. Ja, Key denke ich auch. Wir waren auch die ganze Zeit eben zumindest zusammen, für diesen Kill. Wir haben ja zwei Imposter. Ja, also ich skippe, aber ich sag's nur. Also er lag da unten. Raust du, Key, du hast die richtige Stimme. Warum klein verdächtigen? Ja, ja. Wer geht denn auf mich? Ja, was machen wir so? Achso, ich muss ja trotzdem meine Aufgaben lösen. Stucky, du. Ich würde dich gerne jetzt beschützen, wenn ich könnte, dafür, dass du so schön am Detektivieren warst. Klont mal bitte meinen Geist. Was heißt das eigentlich? ID HT 3,6. Blue verstehe ich schon mal. Das ist die schönste Farbe der Welt. Da kommt der Mr. Schakalak, wahrscheinlich um die Stuki abzuschlachten. Aha, wieso hat der sich umgedreht? Ne, der glotzt die, glaube ich, alle nur an. Oh, ich habe hier ja Aufgaben. Wo ist der Planet da? Oh. Das ist die lange Aufgabe. Müssen wir später nochmal hinkommen. Oh, ich habe schon alle durch. Okay, dann kann ich jetzt nur noch abwarten und Tee trinken. Die Rose ist es ja gewesen. Mal gucken, wo die sich so rumtreibt. Ja, komm, das ist schon offensichtlich, wenn die irgendwo reinläuft und... Ja. Okay. Dennis ist es dann schon mal nicht. Der liegt direkt in Comms an diesem... Ja, an der Task da oben halt. Wie Stucky halt auch immer als erstes die Leichen entdeckt. Na, Kinders, erzählt mal, wo er war. In Office. Ich bin eingesperrt in Security. Ja, ich bin Laboratory gewesen, wollte dann zum Licht, bin wieder zurück und bin runter Richtung Specimen gerade gegangen. Ich habe deinen Namen gesehen durch die Tür. Ich war gerade in der Abdusche und du hast gewartet, bis ich mich wieder angezogen habe. Ich hoffe, du hast nicht hingeguckt, wie ich mich umgezogen habe. Das wäre mir sonst ein bisschen unangenehm. Ja, ich wollte spannern, aber die Tür war zu. Ich hätte gern gespannt. Okay, Gott sei Dank. Also warst du das, der vor mir da lang gegangen ist? Ja, ich habe deinen Namen gesehen. Ich habe durch die Wand diese Schack gesehen. Ich bin raus, ja. Und dann bin ich zu Comms weiter und da lag der Dennis. Er sah auch nicht schön aus. War ein äußerst brutaler Mord. Der Täter ist wirklich sehr brutal vorgegangen, weil es war nur noch die Hälfte übrig von ihm. Also ich war die ganze Zeit mit ihm eigentlich noch zusammen, also bei Electrical und so, aber ich habe ihn nicht umgelegt. Ich habe ihn dann eine ganze Weile nicht gesehen, weil ich mit Rose bei den Comms stand. Das kann sie, glaube ich, auch bestätigen, wenn sie das war, wenn es kein Shapeshifter war. Bin ich runter zu Boiler Room wieder, da habe ich ihn dann auch schon nicht mehr gesehen und dann kam halt der Report. Na stimmt, ich hatte bei Comms da dieses komische Wellending gemacht, als das aktiviert wurde. Können bei Security eigentlich die Türen zugemacht werden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Probier es aus. Meinst du jetzt Insecurity? Ja, weil du gemeint hast... Genau, weil du gemeint hast, du bist in Security eingeschlossen. So. Also nicht in Security selber, aber in dem Flurtrakt. Bei Electrical und runter zur Tour, ja, das geht. Genau. Tja, das Problem ist, wir haben immer noch zwei Imposter, ey. Ich habe keine Ahnung, ohne Witz. Ja, das Ding ist halt, wenn wir jetzt den Falschen rausvoten, der ist sowieso Kill vorbei. Entscheidet. Also ich kann mir vorstellen... Wenn wir jetzt schon den Falschen rausvoten, ist schon vorbei. Also ich mach das jetzt mal so assi, was der Keks überhaupt nicht leiden kann. Ich sag mal, ich habe ein Bauchgefühl, das möchte ich jetzt laut äußern. Ein Bauchgefühl habe ich gegen Alex irgendwie. Weiß nicht warum, ein Bauchgefühl, ist nur ein Bauchgefühl. Das ist aber nicht begründet, definitiv nicht. Ja, ein Bauchgefühl ist nie begründet, du Uli. Sowieso wegen dieser Bauchdiskussionsding, was ich ja mitgekriegt habe, das ist auch Schwachsinn, weil wenn ich ein Gefühl habe, habe ich ein Gefühl. Es ist einfach so. Also voten wir oder voten wir nicht? Ja, wir müssen voten. Wir müssen, ja. Oh, GG. What? Tja, das ist belastend. Ja. Also ich habe Rose gevotet. Ich war jetzt, dass ich die Kills gemacht habe und du nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich einen angesetzt habe, habe ich keinen mehr gefunden, weil der Cooldown so lang ist. Dann finde ich jemanden, dann sehe ich, das bist du. Ich denke mir so, oh, das darf doch nicht wahr sein. Rose ist ein eiskalter Killer, what the fuck? Siehst du, du machst dich. Das ist irre, ja. Yeah. Sag mal, kann es eigentlich sein, dass wir die Medical-Tasten das alles rausgenommen haben? Ich war heute noch nicht einmal im Poster und habe auch noch nicht einmal diese Medical-Tasten. Die können wir gar nicht rausnehmen. Tatsächlich. Das sind Long-Tasten. Das kommt random. Genau, ja. Zufällig. So, ich habe keine Dingens mehr, Cubes zu machen. Gerade. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin nackt. Dann zieh dir was an, es ist kalt draußen, Junge. Kurz mal nicht. Für kleine Prinzessinnen gehen, für kleine Rosen. Schon wieder Pinkelpause? Ich war vorhin nicht. Achso, ja gut. Ja, warum nicht? Weil ich musste, hallo! So, ich hab mir was und angezogen. Ich bin spitz. Keine Raucherpause, oder? Nee, nein. Machen wir jetzt keine Raucherpause. Du hast doch ein schickes Handtuch auf dem Kopf. Kommst du frisch aus der Sauna? Ich komm aus der Sauna. Ja! Ich war noch nie in der Sauna. Dann hast du was verpasst. Naja, ich war noch nie in der Sauna. Ich habe das Gefühl, ich würde da auch nicht viel spüren, weil auch bei Massagen spüre ich nichts, also keine Ahnung. Alter, hast du Haut aus Stahl oder was? Also ich habe keine Lust, mit anderen nackten Menschen zu schwitzen.
Du kannst ja auch eine Handtuch um die Hüfte machen, aber es gibt ja auch so Privatsaunen und so hier Wellness oder so Hotel, da hast du teilweise auch so eine Einzelkabine. Aber für mich persönlich, ich muss sagen, wenn auch die Luftfeuchtigkeit so heiß ist und die stickig ist, die Luft, und das ist sie ja da drin im geschlossenen Raum, mir wird schwarz vor Augen. Das ist ganz schlimm. Ich krieg da Kreislaufzusammenbruch. Ich hasse Sauna. So, bin wieder da. Hallo! Baby. Dankeschön. Let's go! Oder? Let's go! So. Wir kurz Brainlag. Drop, sapper. Bitte jetzt im Best-of einmal diesen Ladebildschirm über Dennis seinem Kopf einblenden. Mann, nein, nicht schon. Ich wurde heute schon zu Meme. Aua! Du bist aber auch die perfekte Vorlage. Ja, was mir voll viel bringt, auch dieser Scientist. Wenn der Alex jetzt Imposter ist und er jetzt auch Stack-Kill macht. Junge, wir waren das wieder. Och, schon wieder Leute. Ich hab schon das wieder Gefühl, der Alex. Oh, achso, der Alex war's. Ich wollte gerade sagen, ich hab das Gefühl, der Alex will sich jetzt rächen. Bitte, aber ich hab noch nichts realisiert hier gerade. Okay, Phoenix. Hast du schon wieder Alex gekillt? Nein, du hast doch gesehen, ich stand da ganz links an der Aufgabe. Ohne Witz, ich hab grad, also es ging wieder wie letztes Mal viel zu schnell, ich hab auch keine Farbe gesehen, weil das war nicht so richtiger Stack-Kill, weil die waren alle, wart nicht alle auf dem Haufen, wir standen schon wieder auseinander und jemand muss im Vorbeigehen seinen Kopfgehalt geklaut haben. Ich hab nichts gesehen. Dein Kopf geklaut, Alter. Nein, es liegt nur noch die Hälfte. Nick. Also ja. Ich kann sagen, ich hab tatsächlich... Der Pass kopflos kann nicht sein. Rot dann da dran runterlaufen sehen. Ich bin auch gerade runtergelaufen. Und dann bin ich wieder hochgegangen, weil ich gucken wollte, ob jemand einen Kill macht. Ja. Wollte ich auch gerade reporten. Also ich stehe immer noch am Anfang und habe gefühlt noch nichts gemacht. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin schockiert, weil ich sauer auf ihn. Schon wieder der Alex. Aber ich habe nichts gesehen. Ich werde in Zukunft die Scheiße dort oben nicht mehr machen, das ist mir zu heiß. Ohne Witz, ich renne das nächste Mal auch einfach los. Ich habe da Angst, ich habe jetzt richtig Angst. Das ist noch schlimmer als Specimen mittlerweile. Also ich habe die Task geschafft und ich bin weg. Ja, ich habe lustigerweise jetzt beide Tasks, die ich da machen sollte. Aber keine Ahnung. Also ich skippe, ja, keine Ahnung, wirklich. Ich habe nichts gesehen, sorry. Alex ist einfach ausgerutscht und hat sich dabei das Genick gebrochen, fertig. Den Kopf abgerissen. Den Kopf abgerissen, ja. Okay. Ups, da war ich nicht gemutet. So, mal wieder mordsmäßige Temperaturen einstellen hier. Ah! Wieso läuft der Key jetzt in dem Moment? Hoch. Key. Ich glaube, der Key ist es. Der stand ja auch gerade eben bei dem Stack-Kill. Ah! Okay. Oh, ihr dreckigen Leute. Wichser. Was zur Hölle? Ich dachte jetzt, ich bin so sauer gerade. Ich hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, wer Alex gekillt hat. Da ja, hast du deinen Stack-Kill gehabt, Jan. GG, ja, jetzt mache ich das aber auch nie wieder. Ich sehe Alex umkippen und ich denke, oh, das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich reporte und ich dachte, oh, nee, Jan. Ja, also war schön. Vielleicht müssen wir die Aufgaben doch ein Stück noch runter gehen, ja. Weil mit zwei Impostern, die halt wirklich was hinkriegen, ist es halt sauschnell vorbei. Mhm. Mit zwei Impostern. Na, generell bei 7. Genau, generell bei 7 Leuten mit 2 Impostern. Ja, es hat 2 Imposter. Brauchst halt nicht viele Kills. Oder wir machen es so wie immer und spielen halt Polos mit einem Imposter. Ist zwar anstrengend, aber auf Polos verteilen wir uns wenigstens, dass wir nicht in Grüppchen rennen. Dann aber dann mega lange aber auch wieder. Ja, ich habe das Maximum gerade eingestellt. Achso. Probieren wir einfach. Und Shapeshifter wieder hoch auf sie. Achso, ja. Vielleicht darf ich dann auch ein Imposter sein. Bitte gerne. Ich schieb meinen Imposter-Status gerne an dich ab. Ja, ich aber du machst es so gut gerade, Rose. Du machst es so gut. Das heißt nicht, also dass ich es gerne mache. Aber du bist gut. Viel Spaß. Ich will mal ein Imposter sein. Ich darf immer nur Schiffssklave spielen. So, schnell bevor Stack-Kill passiert. Ach, Alex, nee, folg mir nicht. Ich geh mal die Pimmelaufgabe hier lösen. Nein, das war falsch. Returning, bla bla bla, okay. Du
Und nochmal. Die Dinger sehen halt aus wie die Flaschen in Monster AG. Das ist das zweite Mal, dass ich diese Aufgabe nicht zu Ende lösen konnte. Der Schlüssel zur Lösung wurde abgestochen. So, wer ist wo? Storage! Ich stehe mitten in O2. Office. Bei dem Medical-Gedöns oder. Rose, von wo bist du in O2? Über Electrical. Ich bin, wollte gerade rein, daher kam der Alarm und dann bin ich wieder rein. Dennis, wer war noch bei dir mit? Bei mir selber war keiner. Weil der liegt nämlich am Eingang Laboratory. Wenn du jetzt in den Gang reingehst, dann. Hoch, wo Laboratory steht und noch eins rechts weiter, also bei dem Durchgang. Ach, da. Also da bei dem Teleskop da sozusagen der Zugang. Genau. Mhm. Also ich hab ihn beim Vorbeigehen gesehen, wo er vermute ich mal zumindest die Temperaturen gemacht hat. Aber ich bin halt an ihm vorbei, war dann am Teleskop und dann halt Richtung Medical-Gedönse da. Scanner. Das ist schwierig, also Dennis, du bist der Einzige, der dort in der Nähe ist und ich natürlich mit der Möglichkeit zum Self-Report. Ja, was soll ich sagen? Oder aber irgendwer reingewendet, weil ich glaube, der von außen, der da unten davor ist, der geht in diesen Duschraum rein. Ja. Und dann halt wieder raus, also mir ist keiner entgegengekommen. Und ich kann mich beim besten Willen gerade auch nicht dran erinnern, dass ich noch jemanden habe vorher da reinlaufen sehen. Sehr aufschlussreich. Ja, was soll ich denn sagen? Nee, alles gut, ich lol. Überrascht mich nicht. Dennis, ich war's nicht, wirklich nicht. Ich kann mir schon denken, wer es gewesen ist. Ich war's, oh, ups, ich hab mich schon gemutet. Okay, nochmal QR-Code. Das ist ein Peace-Zeichen, oder ist das so ein... So ein Nike. Nike, ja. Übrigens, kein Mensch auf der Welt, beziehungsweise kein Mensch in Deutschland weiß, dass das hier nicht Nike heißt, sondern Nike. Die Amerikaner sprechen es nämlich so aus. Party in my pants, party in my Nikes. So, wo war das? Ich weiß es, es war hier unten. Der Planet steht irgendwie in Flammen, kann das sein? So, einmal ein Blub. Oh, der Fake-Doktor-Professor ist dazu gekommen. Alter, ich höre gerade... Bin ich gemutet, ja. Ich höre gerade meinen Vater aus dem Wohnzimmer ganz laut rufen, wahrscheinlich irgendwas über Politik. Ist er da wieder am Rumstreiten mit Leuten aus Facebook oder so? Facebook, ja, nee. Am Telefon, meine ich. Das macht er nämlich sehr gerne. Was ist denn hier los? Ich begegne hier keinem. Ich löse meine Aufgaben die ganze Zeit. Gleich bin ich schon durch. Wahrscheinlich... Okay, die steht mir da ein bisschen zu lange... So dass ich, also nicht zu lange, sondern lange genug, dass ich denke, die ist kein Kompostor, was sie anscheinend auch nicht war. Was war das? Ah, nee. Oh, nicht beim Upload! Cory! Ist okay, Dennis, ist okay. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich bin gerade bei, bei dem, hier bei diesem Rohr außen von Admin, wo ich halt dieses Wasserrad da drehen muss, zwischen Weapons und halt dem Eingang zum Office, da hat das aufgeleuchtet. Ich habe einmal alles abgesucht und da war aber nichts. Also ich bin gerade in Comms drin, da ist bei mir der Report-Button noch nicht aufgeleuchtet. Da habe ich nichts gesehen. Ich bin in Weapons drin und da ist auch nichts. Ja, dann wird sie wahrscheinlich... bei Office-Admin da irgendwo in der Nähe sein. Außen oder ein Stückchen weiter am Rad. Das kann auch sein. Das ist ganz links da bei Weapons dran, ganz rechts außen vielleicht an dieser Schräge, kann auch sein. Das kann durch die Wände durchreporten? Wenn du ein Fenster hast, kannst du das. Ist ja cool, wusste ich auch nicht. Okay, also ich war auch mit Stucky gerade in Communications rein. Ich hab dich nicht gesehen in Comms. Ich hab dich bei O2 mal kurz gesehen, ja, aber in Comms nicht. Weil ich bin dir danach in Comms reingefolgt und du warst... Na gut, dann sehe ich dich nicht. Ich hab das Taskfenster offen, also den Download, Upload. Bin in Comms rein, Dennis war gerade fertig mit seiner Task, der ist runtergelaufen und ich bin abgeklatscht. Basically. Ja, ich bin Dennis auch ein paar Mal über den Weg gelaufen jetzt gerade in der Runde. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir beide zusammen irgendwie mit Rose mal kurz in Communications standen. Und das ist jetzt nicht allzu lange her, das ist einmal Meteoritenschießen her. Wo stehst du jetzt gerade?
Ich bin in Weapons. Ich wollte gerade rausgehen. Ach so, hast du ja gesagt. Sorry, ja. Sorry. Und Alex? Ja. Ich stehe gerade oben im Lab an dem Science-Ding. Aber keiner ist bei dir. Nee, der Rest ist ja tot. Ja. Keiner will was mit mir zu tun haben. Sie haben alle Angst vor mir. Ich weiß auch nicht, woher. Also der Jan ist natürlich ein bisschen sass, weil du im Weapons stehst. Ne? Ist ja nicht weit von der Leiche anscheinend entfernt. Wenn Dennis außen stand bei Weapons. Könnte auch ein Self-Report sein, auch möglich. Oder Alex. Ich weiß aber nicht, wie die Vents funktionieren. Ich glaube, ich bin gerade mal ein oder zweimal auf dieser Web gewendet. Ich weiß nicht, von wo du wohin kommst, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Kann man eigentlich auch durch ein Fenster töten? Ginge das? Nee. Nein, ich glaube nicht. Wäre ein bisschen böse. Nur mal aus Interesse. Mit der Pistole? Mit der Pistole? Mit der Zunge durchstechen. du, Frage, wie viele Imposter haben wir? Nochmal? Ein, okay. Ein. LOL. Sehr schlüssig. Alter, seid froh, dass ich geskippt hab. Ja, ich muss sagen, ich hab für den Alex gewotet, weil... warum nochmal? Weil der als einziger so meinte, er wäre so weit entfernt und ich dachte, nee, der lügt bestimmt. Weil alle anderen wurden ja irgendwo gesehen und es konnten bestätigt werden. Ach, was weiß ich. Ich glaube, ich gehe hier gerade auch nicht logisch vor mit meinen Schlussfolgerungen. Oh, Stucki. Hallo! Servus. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell, ja. Wo gefunden? Oben beim Medical Scanner. Wollte mich da auch gerade scannen und dann lag's da. Hab aber keinen gesehen. Also ich habe den Jan, glaube ich, bei mir gesehen und das war irgendwo da bei Communications. Mhm. Also Dennis, Jan ist gerade mit mir bei Admin, also Richtung Specimen. Ich weiß nicht, wo er herkam. I don't fucking know. Aus Communications, wenn du es ganz genau wissen willst, weil ich dort gerade hier diesen Reboot wieder aktiviert habe. Was natürlich den guten Alex ein bisschen sehr verdächtig macht gerade. Ich kann nur das sagen, was ich habe. Ich bin losgerannt und wollte mich da auf den Scanner stellen, weil ich hatte ja meine Aufgabe noch. Na, was ist das, diese Reagenzgläschen da. Mhm. Wollte mich am Scanner stellen, dann lag sie da. Das Ding ist halt, ich glaube nicht, dass du dich so dermaßen über die Map wenden kannst. Nee, du kannst dich über die Map wenden. Und rein von der Zeit her sind's, würde ich mal vom Gefühl her sagen, schon so gerade so 50 Sekunden rum. Nicht viel länger. Obwohl, nee, wir haben ja 30 Sekunden Cooldown, ne? Ja. Ach, Kacke, das macht's wieder schwieriger. Mein Gefühlchen sagt mir entweder Alex oder Sharky. Sharky würde ich ausschließen, der ist mir gerade links unten entgegengekommen. Naja, aber ich glaube, von da kann man wenden. Also ich glaube, von oben vom Dings bis unten oder beziehungsweise aus. Wo kam er dir entgegen? Das, ja, ich wollte gerade sagen, Koms. Warte mal, Koms. Ja, nee. Von Koms Richtung Storage könnte man wenden. Glaube ich. Oder jedenfalls kurz davor und das ist ja dann nicht mehr so weit. Wo ist denn bei Koms der Vent? An der Ecke. Diese Lücke da. Quasi, wenn du Weapons rausgehst, da direkt, diese Ecke. Ach da. Ich war's nicht. Ich glaube, in den Vent bin ich noch nie reingesprungen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Sass äußern soll. Ja, mach halt raus. Mach euch. Den Alex, weil er auch davor als einziger nicht gesichtet wurde von einem anderen. Wir alle hatten. Ja, dann kann ich doch nichts für, dass nie einer mit mir mitläuft, und ganz ehrlich. Weil du direkt als erstes jetzt gewotet hast und ich war es wahrscheinlich, den du gewotet hast. Aber was heißt das schon? Oh, Leute. Und Jan, bitte lass mich jetzt mal. Machen wir was spannend. Ich glaube halt wirklich, der Alex ist es. So, nee, zu Specimen laufe ich jetzt nicht hin. Mit dem Alex laufe ich jetzt aber auch nicht rum. Laufe ich doch zu Specimen hin. Ich glaube ja nicht, dass es der Jan ist. Wenn ich jetzt abgeschlachtet werde, wird es ein bisschen ungünstig. Der Alex wartet da doch schon. 39 Sekunden. Bis dahin schaffe ich es ja wohl, meine Aufgabe noch zu Ende zu machen. Okay, bitte kein Alex hier drin. Danke. Okay, nur noch ein Upload. Bin ich der Letzte, der noch eine Aufgabe hatte? Alter, ich hatte nur noch eine Millisekunde, bis der Upload fertig war. War immer so. Ja, Dennis, wo hast du ihn gefunden? Erzähl mal, wo wart ihr denn jetzt gerade so? Jetzt gerade in Koms, den Upload am machen. Ich war gerade eben in Electrical. Als das Dingen war, wo, hier von dem Reaktor, wo wart ihr? Wo wart ihr da? Da war ich beim... Im Reaktor war ich. Ich glaube, beim hinteren. Du hast mich da, glaube ich, auch stehen sehen. Kann das sein? Also auf jeden Fall kamst du mir entgegen, wenn du das warst. Also beim rechten.
Ja, dann habe ich das gemacht, dann war das Ende und dann bin ich Richtung Electrical gegangen. Da kam mir, glaube ich, auch Sharky entgegen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Bei Electrical? Ja, bei Electrical nicht, aber auf dem Weg zu Electrical bist du mir, glaube ich, entgegengekommen eben. Ich habe dich nicht gesehen. Also ich war, meine ich, als das mit dem Reaktor losging, Specimen oder Admin irgendwo da und bin dann nach Comms gelaufen. Am meisten Sinn würde, weil er halt da in der Nähe stand, er wäre halt entweder Alex, aber andererseits... Die Leiche war am Vent, direkt bei dem rechten Gedönse. Und theoretisch hätte Sharky, wenn er sagt, komm's, dahin wenden können. Theoretisch, aber praktisch. Nee, ich war's nicht. Das sagt jeder, das wird der Imposter jetzt auch sagen, Sharky. Also entweder ist es halt wirklich tatsächlich Sharky oder Alex hat sehr gut das gedribbelt, indem er das Ding ausgemacht hat. Das glaube ich nämlich auch. Ja, ich hab meine, ja. GG. Ja, ja. Ja, Alter, ich hab noch nie so gestruggelt als Imposter. Ach, Leute. Tja, so ist es, ja, so ist es. Naja, das Problem war, kommst du halt dahin, ne? Ja, na klar, ich hab mich quer über die Map gewendet, deswegen. Du kommst halt wirklich fast überall hin. Ich sag's doch! Aber ich war wirklich die ganze Zeit alleine und dann das eine Mal wusste Stucky mit mir mitgerannt. Dann habe ich mich irgendwie vor ihrer Nase als Dennis geshapeshiftet und dann musste ich killen. Es ging ja nicht anders. Ich hab's mein Brötchen ist da! Hallo! Jetzt ja. Hallo! Eine kleine Pullerpause. Ja, ich glaube eine Pullerpause, da schließe ich mir an. Ja, ich muss dann wieder später, zwei Runden später oder so. Du musst den Rhythmus jetzt ändern. Schon mal schütteln. Bis gleich. Ja gut, also Jan? 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 Hallo? Jan? Ja! Balkon. Pause? Balkon. Ja! Und wer ist jetzt noch da? Ich. Mit Brötchen und Sharky. Nicht viel Auswahl. Hätte ich ja noch weiter an den Settings basteln können, Mann. Mach du doch. Mayo. So, ich setz mir jetzt einen Luftballon auf, damit ich nicht ganz so nackig hier rumlaufen muss. Weil ich auch so viel heiß... Wenigstens hat er deine Farbe. Ja. Und er zeigt, dass ich ganz viel heiße Luft im Kopf habe, weil ich dieses Spiel nicht kann. Und trotzdem spielst du es. Komm, starte bitte Among Us. Lass es funktionieren. Oh, ich flitze auch mal gerade los und hol mir was zu trinken. Ach, wisst ihr, ich mache jetzt auch Pinkelpause, bin gleich wieder da. Dennis, ich hasse meinen Rechner. Boah, wer knistert denn hier, Alter? Ich. Die Scheiße nicht aus. Ulma. Buschi, ich hasse meinen Rechner. Warum? Weil meine Presets weg sind. Aha. Sagen wir so, eventuell habe ich, warte mal, wie viele Rollen habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Rollen allein für Imposter. Ach so, ach ja, das Ding. Ich baste gerade an einem Mod-Preset für Among Us. Das, wenn wir mal Bock haben, mit mehr Rollen zu spielen. Wieder da. Pippi-Päuschen beendet. Ja. Bei euch zur Info, wenn ich mich mal kurz während vielleicht einem Meeting oder so zwischendrin mute, verzeiht mir das, ich bin dann am Schreien. Wegen, spielt wieder jemand? Dortmund spielt gerade gegen Hertha BSC und Dortmund führt 2-0. Let's go! Alles klar. Kann Dortmund ja, ich hab, mal bitte wir uns ja auch. Übrigens, Alex, Dennis und Rose, habt ihr gerade ein Follow bekommen? Ja. Ja. Bitteschön, hab ich gern gemacht. Macht Marcel jetzt, du heißt doch Marcel. Nee, ich nenn dich Fake Doktor, das klingt schöner. Macht er jetzt mit? Oh, das erste Mal, wo du es ausgesprochen klangst wie Marseille, als wäre er so eine französische Stadt, Alter. Ja, wirklich. Vielleicht ist er ja auch so. Also er ist breit, aber nicht so breit wie Marseille. Alter, Dennis, was denn? Ich bin auch breit, ich darf das sagen. Liebe. Alles klar, kann ja auch scheiße. Liebe, aber ich sucke doch nicht in den Among Us, also bitte. Ja, das stimmt, ihr seid alles Pfeifen, seid ihr! Sag mal, Stucki, hast du eigentlich deine Sound Alerts an? Ja, aber leise. Die ZuschauerInnen hören das laut, Ehren, aber ich hör's arschleise. In Among Us immer leise. Okay. Also versuch's gar nicht. Wenn wir jetzt zu 8 sind, können wir ja 2 Imposter aber wieder auf den... Mach in Ruhe. Ich sag's nur nicht, dass wir's jetzt vergessen. Und übelst lange Task haben und uns wundern, warum die Imposter nach 2 Sekunden gewinnen. Gesehen. Er sieht wirklich aus wie ein Doktor. Hallo Doktor, ich hab da so ein Problem, ne? Das ist ein bisschen in der Lendengegend. Können wir einfach starten, bitte? Ja, bitte also, sofort. Darf ich mich auf den Stuhl legen? Hallo, rennst du mal nicht weg! Hallo, ich hab hier ein Problem! Was ist mal? Stucki, du bist juckt! Du bist auch es juckt da unten! Guck es nicht da an! Ja, eine Salbe, Mensch. Der kümmert sich nur um Privatpatienten. Hallo! Sie müssen sich das angucken! Jetzt Stelle merken und waschen! Was? Hab ihn gleich! Ich halte ihn fest!
Warte, ich komm von der. Scheiße. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Glück. Gutes Sterben. Ich hasse es, wenn ich diese blaue Farbe sehe. Ich will rot sehen da. So, von Stackkill halte ich mich schon mal fern. Ich habe da keine Aufgaben. Ah, schon wieder die Antennenaufgabe. Scheiße. Nein, scheiße. So, nein! Nein! Ich sterb hier noch, bevor ich hier durchkomme. So, ich muss da unten. Okay. Weg hier. Bom. Ui. Oh, Alter! Sticks. Alter! Ja, ich bin gerade bei Electrical reingekommen und da lag die Stucki. Ich hab den Dennis da. Ah ja. Ich hab den Dennis da reinlaufen sehen, meine ich. Nein. Und ich kann den Dennis proven, weil der war unten mit mir zusammen bei O2. Okay. Am Baum. Das ist richtig. Da kam ich nämlich gerade her. Oh Gott, dann. Was für Electrical, Alter. Wenn das Licht ausgeht, ich verpiss mich. Mir scheißegal. Dann seid ihr alle im Dunkeln. Also ich kann zumindest sagen, dass Dr. Matt für den Kill wahrscheinlich nicht verantwortlich ist. Wenn denn überhaupt, weil der war gerade mit mir auf der rechten Seite unterwegs. So, ich bin gerade zwischen Electrical und Storage, aber ich kann gerade nicht viel machen, weil bei mir OBS abgeschmiert ist. Ich muss gerade mal alles neu starten. Gut zu wissen. Also so. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich erst recht ich nicht. Ja, nur. Also ich habe nichts gesehen. Problematisch ist jetzt, kein Voten, haben wir spätestens Kunden ein Problem. Haben wir denn einen SaaS? Naja, Alex hat einen Hang zum Self-Report. Zweimal hintereinander im Poster natürlich. Weil ich war vorhin dreimal hintereinander, also bleib mal. Ich war aber das ganze Spiel davor noch nicht. Oh. Ja, ich muss sagen, der Einzige, den ich da in der Nähe gesehen habe, war halt der Dennis. Es kann auch sein, ich war's nicht. Es kann ja halt sein, dass Alex und Dennis sich gerade gegenseitig beschützen. Kann sein. Das wäre auch möglich. Kann sein. Wir haben uns halt gegenseitig gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass er war und sonst was, aber das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig in dem Sinne beschützen, sondern wir proven uns halt einfach nur, weil wir waren halt zusammen, ja. Okay. Passiert. Okay, was machen wir jetzt? Ich laufe bestimmt nicht mit dem Hand in Hand um. Hinterher ist er wirklich ein Imposter, also jetzt mal bitte. Das ist ja nun noch keine Anschuldigung. Dr. Matt, was haben Sie dazu zu sagen? Ihre fachmännische Einschätzung? Ich muss wach werden. Und das Licht war aus. Ich habe kaum was gesehen. Hat also noch geschlafen, also ich bin für Matt. Okay. Boah, sind wir uns einig. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Scheiße. Ich habe das Gefühl, es reicht bei denen jetzt nur noch ein Kill. Ich glaube nicht, dass der mit. Obwohl. Schneller. Ich glaube, ich kann meine Aufgaben machen so schnell wie ich will. Das wird doch nichts bringen. Okay, wir müssen wieder ins Office rein. Unentdeckt. Unverfolgt. Ungekillt. Ich wusste es. Bleib doch mal stehen! Ja, ich hab's doch gesagt! Ich hab's gesagt! Frech! Oh, Leute! Ich hab's auch gesagt! Ich mach nie wieder Alex, das Licht an, möchte ich ja jetzt schon sagen. Nie wieder. Alex, es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, das gerne ich wieder. Auch. Immer wieder gerne. Wenn ich mit Alex Imposter bin, Alter, das läuft wie geschmiert! Komm, mach weiter jetzt! Dennis, ich schenke dir so ein T-Shirt. Ich muss vielleicht das. Nein! Also bezahlen musst du noch alleine und dir drucken lassen, aber ich mach dir die PSD fertig. Ach so, ja, gut. Schön schwarz-gelb, BVB-Farben, ne? Oh yes, baby. Groß nicht. Oh yes, baby. Härter hier, wenn dann, ne? Also. Ich möchte mal ich muss den Professor hier mal ein bisschen lauter machen, der ist nämlich ganz schön leise. Ja, ich bin immer leise. Der ist bei mir schon auf 200%. Bei mir auch und ich höre ihn fast gar nicht. Ja, herzlich willkommen jetzt. In Discord. Ja, Teamspeak ist auch. Ja. Doch. Ja, doch. Also zumindest bei uns. Na, verstanden. Jetzt das endet in der Diskussion, das ist schlecht. mein Gott, da will man sich mal unterhalten. Nein, wir wollen hier spielen. Eure Interessen interessieren mich nicht. Teamspeak ist scheiße. Du interessierst uns auch nicht. Scheiß Maggi-Braut. Ihr interessiert mich jetzt alle sehr. Ich will euch alle begribbeln. Budup.
Könnt ihr mal euch alle nicht hier aufhalten? Das nervt mich hier gerade so sehr. Okay, die drei sind schon mal doof. Die halten sich alle in einem Haufen auf. The Buschmann, wo gehen sie denn? So schönes... Nein, 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 nein! Wer war's? Nein! Ich nicht! Ich stehe gerade mit Jan in Specimen Room an den gleichen Ort. Ich bin gerade mit Professor Dr. Matt zusammen entkommen. Wo liegt er denn? Warte. Direkt am Office, unten in diesem langen Korridor. Nee, ich stehe in O2, Alter. Okay. Du warst ganz schön schnell fertig mit den Kabeln, möchte ich mal sagen. Ich? Ja, ich stehe an den Kabel, also bei O2 unten in diesem Viereck, da sind doch die Kabel, wenn du oben von Security runterläufst, den Gang gleich rechts, die Kabel da in der Ecke. Ich stelle mich ran, beginne die, du kommst wesentlich eine Sekunde nach mir, bist aber zwei Sekunden erst fertig. Welche Kabel denn da unten? Ich war oben bei Electrical Hub. Du hast dich genau an die Aufgabe rangestellt, an den Kabeln bei mir. Also richtig ran, richtig du ran. Ich nehme an, du hast die gemacht. Aber du warst eine Sekunde später dran und zwei Sekunden eher fertig. Ja! Ich habe keine Kabeln da gemacht. Wo meinst du jetzt? Ah, das ist aber komisch, dass du da standest. Warum standst du dann immer drin? Wo genau jetzt? Ich hab's immer noch nicht begriffen. Immer noch bei O2! Im O2-Raum drinne bin ich gar nicht drin gewesen. Paar Mal einen Gang runter. Natürlich warst du da unten drin. Der Professor Doktor kann das sogar bestätigen. Ich habe da aber keine Aufgabe gemacht. Einen Hörsturz. Das Einzige, was ich gemacht habe, war dieses Hebel umlegen. Diese Blätter da in Müll entsorgen, Dingsi, unten an der Säule. Und du standst unten, komischerweise auch, an diesem Lenkrad. Also, wo du das Wasser auffüllen musst. Gewesen. Genau, sonst habe ich da nichts gemacht. Ja, du standst auch bei mir in den Kabeln drin, just saying. Ich hab da keine Kabel gemacht. Du standst in mir drin, Junge. Ja, ja, ich bin jetzt auch, ja. Er hat mich ja auch gesehen, also er hat uns, ne? Ich sag's nur. Warum ist er Jan? Warum auf ich? Wieso Jan? Jan, der hat doch mal gar nichts zu tun. LOL. Also Jan kann ich jetzt sichern erstmal. Was stimmt mit euch nicht? So, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt die ganze Zeit von Stucky gestalkt werde. Ich bin gemutet, okay, gut. So. Ich hänge am Stein fest. Ich habe mich gerade selber eingesperrt. Ach, dafür ist das hier da. Kill Cooldown ist abgelaufen. Ich bin Mechaniker, ja? Das war Absicht, dass du das sehen solltest, Key. Ist das so? Es ist so. Ist das so? Ja. Alex könnte ich zutrauen, dass er diesen Brain-Move bringt, muss ich dir ehrlich sagen. Du hältst mich für Brain. Nach der letzten Runde, wo ich dreimal fast rausgeflogen wäre. Er ist auch recht, ja, bist dumm. Das war auch mehr Glück als der Kampf. Tja, und jetzt? Haben die Imposter leichteres Spiel? Ich würde den Alex jetzt nicht gehen, sag ich ja ehrlich. Ich wollte eigentlich vor dir in Wendt springen und mal gucken, wie du reagierst, aber dann habe ich dich hab nicht mehr gefunden. Ich wäre nicht zum Emergency-Button gerannt für ein Laboratory, bin ich viel zu faul. Ich hätte mir das, wenn ich überlebt hätte, hätte ich das im nächsten Meeting gesagt, wenn eine Leiche gefunden war. Dafür löse ich keinem Emergency, also da bin ich mir sehr unsicher und ich bin zu faul, um darüber zu rennen. Gebe ich ehrlich zu. Ich bin Mechaniker, ich kann wenden. Bin aber ein Guter. Bin ein Mechaniker. Bin immer ein Guter. Also er war gut. Er hat mich gestreichelt, er hat mich am Kopf getätschelt, als wir uns kurz über den Weg gelaufen sind. Ich habe dir sogar meinen Schinken angeboten, aber sie hatte keinen Hunger. Nee, ich wollte schnell Scan machen, wo ich schon wieder unterbrochen wurde. Na gut, haben uns alle mal gesprochen, ist doch auch schön. Darf ich jetzt bitte endlich meine letzte... Ist übrigens tot. Ja, stimmt. Grüße gehen raus an die Imposter. Darf ich jetzt meine letzte Aufgabe endlich machen? Ich könnte mir vorstellen, by the way, dass Jan Imposter ist und auf sich selbst gewotet hat, um von sich abzulenken. Bloß, so over, das ist potenziell, glaube ich, schon immer sass. Ich weiß auch nicht, was los ist. Jan kann mich aber sichern hier, meine Güte. Ja. Was war das nochmal für eine Aufgabe? Hier kann man die Kameras sehen. Ist mir zu umständlich. Shit.
durch. Ah. Okay, was ganz komisches. Mhm. Ja. Es war Mettbrot. Ich glaub dir. Warum soll das gewesen sein? Was ist das? Ich bin ganz trocken, das glaube ich. Es hat einfach nur gesagt, aber es war Mettbrot, ja, das glaube ich dir. Das hat er aber so mit der Überzeugung gesagt, ich glaube ihm das. Warte, wie heißt der Raum da? Im Labor, auf den Toiletten. Da ist ja auch so ein Vent. Da ist ein Vent, ja. Da habe ich zuerst Rose gesehen, die stand da so. Dann bin ich wieder weggegangen. Und dann habe ich durch die Wand den Namen Mettbrot gesehen. Und dann bin ich wieder hingegangen und dann war da Rose Leiche. Ja, okay, ich glaub dir das. Könnte noch ein Shapeshifter sein, aber möglich ist es. Wollte ich gerade auch sagen, ja. Also ich war unten ein Admin, insofern. Stimmt, da habe ich den Mettbrot auch gesehen. Ja, kannst also du aber wenden. Ich habe im Moment jeden gesehen, weil ich bin irgendwie dreimal hin und her wegen diesen scheiß Kabeln, weil die mich quer über die Map gelotst haben. Ich bin auch dreimal. Ich habe irgendwie jeden gesehen, die Rose, den Key, die Stucki mehrfach. Und Jan kam mir gerade noch entgegen. Glaube ich auch noch. Ja. Ja, du bist mir auf dem Weg nach Specimen entgegengekommen. Kann mal. Und davor müsste Dr. Mettbrot vor mir rausgegangen. Ich habe kein Mettbrot gesehen, weil ich bin rein, du kamst raus. Alex war schon unten in Specimen, ich kam zu ihm, er ist praktisch rechts hoch. Ich bin links durch Admin raus und bin jetzt im O2 und da habe ich einen Jan mir. Du kamst mir irgendwo auf dem Weg da jetzt entgegen, irgendwo draußen bei Weapons, keine Ahnung. Ja, ich bin gewendet, mir war da zu blöd zu laufen. Ach so, du bist ja angeblich Ingenieur, ja. Ja, ja. Nur angeblich, ich bin. Ja, ich bin. Ich kann bei dir ja auch mal alleine umbringen. Festziehen oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, 35 Sekunden Cooldown, bis der abgelaufen ist. Wo seid ihr denn alle hin, meine Hübschen? Oh. Wo seid ihr? Der Key. Ich stell mich mal hier an den Teleskop und wenn der Jan nicht dahin zwischenkommen würde. Scheiße. Mann, ihr steht halt auch zusammen. Und jetzt werde ich vom Jan verfolgt. Ja, Jan, denkst du, ich sehe das nicht? Ja, komm, wir sind jetzt extra schlau. Jan, komm doch mal, seh mich mal bitte, wie ich hier Benzin auffülle. So. Die beiden sind mir echt zu doof. Die stehen einfach zusammen rum. Und hallo, ich habe hier ein Fenster aufgepoppt. Wo seid ihr? Die lösen gleich alle ihre Aufgaben. Ich kill jetzt einfach den nächsten, der mir entgegenkommt. Wo sind die blöden Schlawiner? Dun, 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 dun. Oh Gott, lass hier jetzt keinen sein, bitte. Ja, toll. 36 Sekunden Killdown. Ich hab Sharky gesehen durch die Cams, wie er Schakalak gekillt hat. Ja, alles toll. Klar. Toll. Gut, reicht mir. Ich glaub dir. Ja, genau. Ja, ich glaub dir auch, weil du hättest mich killen können, bist mir immer noch entgegengekommen. Und der hat Professor Dr. Metz, hat er, ne? Darf man nicht vergessen. Wenn Metz es war. Tschüss, Leute, ja. Shapeshifter wird hier nicht mehr in Betracht das gezogen. Dann wäre jetzt schon vorbei, Herzblatt. Stimmt. Hä? Guter Ansatz. Shaki, was sagen, Sie zu Ihrer Beteiligung? Der ist noch gemutet. Ich. Shaki! Sorry. Leute, Shapeshifter wird hier nicht in Verdacht gezogen. Nö. Nein! Wie wir können uns alle proben. Nein! Wir hätten uns mehrfach gegenseitig abmucken können. Ja, es ist so. Nein. Ja. Das könnt ihr nicht machen, Leute. Das sehe ich nicht ein. Doch, das machen wir jetzt. Du nimmst jetzt ein heißes Lava-Bad, damit du mal wieder zur Vernunft kommst. Wer ist der Kerl überhaupt nochmal gewesen? Im Office. Ne, du weißt ganz genau, wo der war! Also in dem rechten Raum von Office da. Ihr seid alle drauf. Das war zeitgleich. Mann, ihr seid alle Kacke! Und übrigens. Nein! Und übrigens GG. Danke. Aber wenigstens nicht grundlos Kacke. Also, genau, wir sind nur Kacke, nicht grundlos. Ich geh mal den armen Sharky hier aus dem Dings rausholen, wieder aus dem Lavabad. Danke. Das ist nett. Ich hab ihn auch die ganze Zeit beobachtet, der hat halt auch wirklich die gleiche Problematik wie ich gehabt. Entweder sind die Leute wieder zu weit weg, um noch zu killen, oder es ist ständig irgendeine Kreuzung mit anderen Leuten zu fahren. Ja, aber das kannst du auch nichts machen. Du läufst ja halt, wir machen es ja nicht bewusst. Du rennst ja einfach zufällig über den Weg. Das ist eben so. Und Jan, das sage ich ja auch gar nicht, aber du hast halt trotzdem als Imposter dann ein Problem. Na, höll. Ja. Ich hätte den Jan. Es ist auch interessant, dass einer was sagt nach dem Motto, ja, der war's. Und alle sagen nachher, ja, der war's auf jeden Fall. Ja, also, wenn ich gegen argumentiert wird. Wollte gerade sagen. Ja, dann ja, wollte gerade sagen, genau. Ist ja nicht meine Schuld, wenn die Leute nicht gegen argumentieren. Ja, Shake, stimmt, das ist doch ein ziemlich gutes Argument. Ich hab gesagt, dass ich unten ein Admin war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Votes. Ich hatte das stimmt aber. Und zwar zwei gewotete Votes.
Ich wurde auch so oft schon unzurecht ausgewotet. Das ist ein Spiel. Also, es ist ein Spiel, Leute. Es ist ein Spiel. Es ist ein Game. Es ist ein Game. Sagt diejenige, die sich auch immer sehr aufregt. Ja, übrigens, das liegt in meiner Natur. Das sind halt die, Stucki? Halt so ich geb's auf, die labern mir alle zu viel. Ja, Dennis? Ich würd mich gerne einmal bei dir bedanken, dass ich dich als Taxi missbrauchen durfte. Dankeschön. Was ist da Taxi? Gelaufen? Sag mal, ich bin doch keine Mutter, auf der du mal kurz rumreiten kannst. Also, ich muss ja noch ein paar Tasks machen. Ich hatte aber aufgrund dessen, dass ich gerade Chips gefressen habe, die einen haben fertig und ich hab dich geghostet und bin dir einfach hinter. Und du bist tatsächlich perfekt teilweise mitgelatscht. Das war oh mein Gott, das ist ja awesome! Clip bitte, bei einem von den beiden bitte einen Clip. Oh, das ist ja awesome! Und den Timestamp bitte aufschreiben. Also mein Kill innerhalb der ersten Stunde bitte. So, wollen wir weitermachen? Jo. Sü. 41, Alter. Ja, ich muss sterben. 8 Stunden. Ich genieße jetzt mal die Stille, oh yeah. Und der Alex. Scheiße, wo gibt's die Aufgaben da, glaube ich? Düdüpp. Ich suche mal nach einem Planeten. Wow. Lol. War der Alex fleißig. Boah, ich hatte kurz Angst. Ich hatte kurz Angst. Dass ich dich kille. Also, ich hab die Rose gefunden. Oben bei Laboratory und ich habe irgendwen wegrennen sehen. Ich habe aber keine Farbe gesehen. Ich habe sie legit 2 Sekunden vor Report noch gesehen. Dann bist du, dass der da weggerannt ist. Vielleicht hast du sie auch erledigt. Nee, der hat sie ja noch gelebt. Ich habe irgendwas gesehen und ich glaube, es war auch rot. Den Shapeshifter würde ich jetzt mal nicht ausschließen, aber... Also ich bin neben Jan ins Labor gegangen, habe halt noch aus dem Augenwinkel gesehen, wie Rose eigentlich mit reingehen wollte, ist aber wieder raus. Dann haben wir einen Shapeshifter. Kann der Jan das denn bestätigen? Tatsächlich nicht, weil ich hatte gerade mein Aufgabenfenster. Was hast du? Mein Aufgabenfenster. Laboratory gerade rein und dieses... Was du da gerade zumachen musst. Kann Sharky das bestätigen? Nee, ich war im Teleskop, hab die Aufgabe gemacht. Ah, okay. Also ich hab gar nichts gesehen. Ist halt weird, weil der Report war halt instant, 2 Sekunden, nachdem ich Rose noch gesehen habe. Ich sag's immer wieder gern, der Alex hat einen Hang zum Self-Report. Stimmt, das macht er gern, ja. Aber ich skipp trotzdem, das ist schon... Ja. Sehr ich moch den Skibby. Ich moche auch Skibby. Ich hab Blähung. Alle sagen, sie skippen und... Also ich hab geskippt. Ich schwöre. Wo sind hier eigentlich nochmal Kameras? Ich find das dezent etwas blöd, wenn man mich in Kameras sieht. So Leute, wo seid ihr denn? Steht da jemand? Der Buschmann. Wo ist der Vent-Button da? Oh, da kommt jemand schnell. Wente doch! Was auch immer da für eine Aufgabe ist. Boah. 2 Kills. Lol. Na Dennis, musstest du, Alex Zeugen aus dem Weg bringen? Leiche lag im Gang Richtung O2 neben Electrical. Wo Dennis lag, weiß ich nicht, ich habe nur Keyblade gefunden. Okay. Ich bin gerade mit Sharky zusammen in Office gewesen, kurz. Wir hatten das Licht angemacht, Frage war, als das Licht... Wie bitte? Auch ich. Dort aus dann zurück oben in Storage. Ich glaube, dann ist es Alex, weil das Licht ging aus und bekam im Schatten der Dunkelheit jemand in mein Bild vorbeigesprungen. Ich habe noch so ganz schnell ein rotes Bein gesehen mit dem kleinen Lichtpegel, das war der Key. Der ist dann anscheinend, nehme ich mal an, zum Licht geeiert. Wollte ganz fleißig das anmachen. Ich habe gedacht, nee, ich mach das nicht. Dann denke ich, dann war's da Alex. Wenn du das Licht angemacht hast... Also ich hab's Licht angemacht, aber ich bin dann auch gleich wieder raus. Also ich habe auch keinen gesehen. Es kann sein, dass Key da gekommen ist. Das mag durchaus sein, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Alex tatsächlich aus Electrical auch direkt rauskommen sehen. Also ich habe den nicht... Dann seid ihr zwei. Vielleicht deckst du ihn, ja. Ja, okay. Genau. Ja. Nee. Doch. Also ich finde Stuckis Erklärung schon logisch. Also er ist mir halt entgegengekommen. Ich bin in, Karte aufmachen. Ich bin in Office in diesen Schlauch, Flur rein von unten. Und da, wie gesagt, kam mir jemand beim als Licht aus, war jemand entgegen. Das wird Key gewesen sein. Er wollte das Licht fixen und vom Zeitlichen her könnte es passen. Ich stehe gerade in Specimen, aber ich bin allein. Also da ist kein Schwanz bei mir. Also für mich klingt es nach Alex. Und für mich klingt es gerade so ein bisschen nach du. So, ich Na. Jetzt ab und dann bin ich runtergerannt. Also na klar!
Möglich wäre es jetzt mal ganz ehrlich. Du warst ja nicht weit weg laut deiner eigenen Beschreibung. Hä? Die Frage ist, wie lange lag die Leiche da jetzt schon? Also als das Licht ausging, kam mir hier entgegen. Der ist in mein Lichtpegel rein. Also. Ich in seine. Ne? Ich habe das rote Bein noch gesehen. Da waren wir in dem Gang zur Office. Und ich bin dann durch Admin, durch Specimen rein. Und jetzt stehe ich in Specimen. Hab grad seinen Test beendet. Dann kam der Report. Und er wird wahrscheinlich das Licht fixen wollen. Du hast es angemacht, hast wahrscheinlich in der Dunkelheit noch gekillt und bist schnell raus. Die Leiche müsste da circa seit 10 bis 12 Sekunden liegen. Könnte hinhauen. Ich sag, Alex ist es. Ich sag, du bist es. Oder ein Self-Report. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was? Oh, ihr seid so scheiße! Nicht nur sauber, sondern rein. Alex! Ich sag Felix beschützt ihn, diese Aussage, der kam direkt raus. Ja, dann ist doch logisch, dass er es ist. Oh, ihr seid so blöde, ey, so blöde. Aber ich hab ihn nicht bei Licht aus angemacht. Wer war der Dritte, der mich gebotet hat? Ich hab mich in dem Moment, ich hab's Licht angemacht, bin rüber zur Security und hab mich als Key geschächelt und dann kam mir ein Ding. Was soll ich denn machen? Das interessiert mich nicht die Bohne. Wer war der dumme Dritte, der mich gebotet hat? Zwei Imposter und wer ist so blöd und glaubt den? Ja, bleibt ja bloß Jan. Nee, es war nur Vierter, dann Professor Doktor. Vielen Dank. Ich hab ne Münze geworfen. Oder ist Stucki? Du ein Rosenmörder halt? Dennis? Wie heißt du nochmal? Ich wollte nur einmal. Wow! Ich wollte nur einmal erwähnen, du wurdest gerade bei mir im Chat als Krawallbraut bezeichnet. Oh, Braut, Alter, das höre ich gern. Wer hat das gesagt? Gewisser Herr Beastmaster 0602. Yo, Beastmaster, danke fürs Kompliment! Er schreibt nur, bitte, gerne doch. Also. Danke! Wenn ich wirklich hinfahren sollte im Mai, ich brauche Ohrenstöpsel. Ein 50er-Pack. Und so wie Jan eingepackt in Luftpolsterfolie, sonst wird das, glaube ich, nichts. Können wir jetzt bitte starten? Jetzt habe ich schon wieder vor Schreck gefurzt. Viel Glück. Danke. Okay, ich darf wieder reparieren. Na? Alex, muten. Gib lauter bitte muten. Oh. What? Schon ja, wieder, Alex, war das wieder ein Speckle? LOL! Es war wieder ein Speckle. Es war wieder ein Wieder der Alex. Es war wieder der Alex. Es gab eine Person, die von den ganzen Dingen weggelaufen ist dann. Direkt nach dem Kill. Und das war Madame von und zu Krawallbraut. Hä? Hat die Taskpferde, ich bin runtergelaufen. Nee, natürlich laufe ich weg. Ich hab's doch so schnell nicht gesehen. What the fuck? Was weiß ich denn? Alter, ich mach never ein Stack-Kill. So frech bin ich nicht. Das traue ich mich gar nicht. Ohne Scheiß. Naja, würde ich jetzt auch sagen. Ich würde mir nie ein Stack-Kill trauen. Das ist eine Sache, die Jan gerne macht. Oder Phoenix, wie wir wissen. Aber ich nicht. Nee, ohne Scheiß. Vielleicht das traue ich mich nicht. Auch als Alibi. Das ist nämlich was das Ding. Was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Nix. Halt's Maul. Ich denke nur logisch. Ja, aber ein Stack-Kill mache ich nicht. Ohne Witz, da habe ich viel zu viel Schiss davor. Also ich sag mal so, ich glaub ihr das, dass er das nicht machen würde, weil es halt schon derbe auffällig ist. Und sofort danach wegrennen ist jetzt für mich kein Argument, einfach weil du sagen kannst, okay, wenn ich ein Stack-Kill mache, kann ich halt auch einfach stehen bleiben. Aber bloß für mich mal, wer stand denn jetzt noch? Es geht so schnell, ich habe keine Ahnung. Also Dennis hat die Antwort darauf ist ja. Okay. Nein, ich bin tatsächlich in Richtung Laboratory gegangen. Ja, du nein, der Rest ja. Ich bin von vornherein runtergelaufen und so von. Ich habe meinen linken oberen Task gemacht, bin dann auch Richtung Laboratory gelaufen. Ich bin ja auch direkt runter. Aber mir tut der Alex schon leid, also jedes Mal bei einem also, ja, mir tut das auch leid, oder? Also ich bin mir zu 95% sicher. Ja, wunderschön. Noch weiter. Weil was ihr damit macht, ist ja, dann votet mich halt, ja? Bitte macht doch, dann GG an die Imposter, bitte. Also ich skippe. Ich skippe auch. Wieso ich jetzt? Ey, der arme Alex. Der muss sich gerade auch denken, what the fuck. Was wollt ihr alle von mir? Ich wäre an seiner Stelle schon ausgerastet. So, einmal in die Tuben reingeschrien, wie bei Monster AG. Ach, das Vogelgezwitscher kommt hier aus dem Raum. Boah. Ich denke jedes Mal so, habe ich jetzt die Fenster auf? Nein, Jan. Wieso folgst du mir? Ey! Wir folgen mal der guten Geminator, du musst den Buschmann beschützen. Geminator, hier hoch.
Guck mal, wie die sich schon die Camps anguckt. Ich weiß, ich sollte meine Tasks machen, aber... Ja, ich denke mal, die hätte sich schon zurückverwandelt. Die Blauen sind tot. Zwei sind tot. Scheiße. Mhm. Falschen gewolltet und das war's das. Wen hast du jetzt gefunden und wo? Rose habe ich gefunden. Wo seid ihr? Ich bin gerade auf dem Weg in O2 rein, oben beim Baum. Ich bin gerade... Ja, O2 ist das da halt. Ich habe eben den Müll halt quasi entseucht und... Warte mal, warst du nicht gerade oben Electrical? Das Licht war aus. Ich bin auf dem Weg zum Licht gewesen, wollte anmachen. Ja. Wir standen zeitgleich an Schaltern. Ich bin an Cams. Und ich hab auch gesehen, dass die Cam an war unten. Ja, ich bin aber von Electrical, als ich das Licht angemacht hatte, bin ich rausgegangen, rechts raus und dann einmal runter, weil ich dir nicht kein Stück vertraue. Ich bin in die andere Richtung gegangen. Ja, ich hätte dich eigentlich sicher. Ich bin mir immer noch sicher, dass du es vorhin beim Stackkill warst. Ey, ganz ehrlich, so. Ich hätte dich im Dunkeln weggeschnetzelt. Das ist mein Imposter-Stil. Und ich habe dich nicht angerührt. Gar nicht. Also ich stehe der Rest? Na, ich das bin... Ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast, aber ich bin kurz an Weapons vorbei. Dich habe ich gesehen. Ich habe ja kurz durch die Camps geslidet. Du kamst gerade da aus Office, aus diesem kleinen, ne, diesem Viereck da unten raus. Ich habe nur kurz durchgeslidet. Da habe ich dich kurz rausrennen sehen. Ob du dann hochgegangen bist, weiß ich nicht, aber ich habe dich zumindest dort rausrennen sehen. Das ist richtig. Da in diesem Ausgang, wo die Cam da ist. Wo Jan und ich vorhin getwerkt haben, Jan. Und der letzte im Bunde? Ich stehe im Lab, war vorher im Dropship, davor war ich in den Camps, davor war ich unten um O2 in der Gegend. Bin einmal quasi über die linke Seite hochgelaufen, stehe jetzt in Laboratory. Hab zwischendurch Mr. Schakalaka getroffen, Dennis getroffen. Ja, zwischendurch war noch das Licht aus. Also gefunden habe ich die gute Rose rechts neben Wells. Und der einzige, der dort jetzt laut Aussage langgekommen ist, war Kio. Also als ich da langgelaufen bin, war da noch niemand. Ja, nachdem du da mit deinem Messer rumgekommen bist. Rechts dem Weapons, kann da die Kamera drauf gucken oder meinst du jetzt unten da, wo du den Tank da, also dieses Wasserrad unten, da wo hast? Das Wasserrad ist. Ja gut, da guckt die Cam nicht hin, habe ich nicht gesehen. Ich habe mal halt rausgehen sehen, er ist Dennis, leicht du hast oben. Jetzt nicht sinnlos einfach Stucki gewotet, oder? Nicht sinnlos, nein. Oh, ne, ich glaube ja Jan und Stucki waren's. Oh, doch nicht. Okay, anscheinend haben wir einen Impostor jetzt dadurch raus. Dann könnte das ja was noch werden. Boah. Kann grad nicht. Gott, sind das viele Aufgaben. Alex, du musst Leute beschützen. Was zum Geier tust du? Obwohl du machst wahrscheinlich gerade auch deine Aufgaben. Nein. Einmal in die Kamera reinpiecen oder Nikeen. So, ich bin fast durch mit meinen Tasks. Ich bin durch. Die anderen müssen sich jetzt mal beeilen. Da läuft die Madame schwarze Kreischmörderbraut. Wie die hier schon nach Opfern sucht. Einmal die Kamera reinlinsen. Alex. Fuck! Scheiße, fuck, ich wollte ihn noch sehen. Ich hab Marcel gesehen in der scheiß Cam, dass er da bei dem scheiß Reaktor da war. Und über dem Vent. Ich hab dich vor der Karte. Ich steh vor der Cam und ich hab es gesehen. Das war diese blöde. Ich trucke vor der Cam und sehe, jemand ist dran. Mein Cooldown gerade 2, 1, 0. Nicht so, na, wer ist denn deine Cams? Ich komm dich jetzt holen. Du bist zweimal an meiner Leiche vorbeigelaufen. Das stimmt. Ich hab dich gekillt, bin gerade nach links weg und sehe Dennis. Oder ich bin im Vent gesprungen, sehe Dennis laufen. Ich denke, fuck, jetzt reportet der. Und der ist einfach vorbeigerannt. Ich hab's nicht gesehen, tatsächlich. Aber ich wusste, dass es Duki war. Warst du es beim Stackkill? Natürlich war ich das. Natürlich war ich das. War klar. Ich mach das nie wieder, ohne wenn sich halt so schweißt. Stucki ist ja. Nein, also sie würde sich ja niemals trauen, so ein Stackkill zu machen. Nein, die hat Blut geleckt, weil es jetzt zweimal geklappt hat. Scheißdreck. Ich wollte das schon immer mal probieren. Ich hab mich wirklich nie getraut und ich dachte, ach komm, jetzt einfach drauf, wir schießen mal gucken, ob es klappt. Ich wäre auch nicht mal böse gewesen, wenn ich rausgevotet wäre, weil das war so frech. Es war ja nur noch Dennis, der die Leiche reportet hat und ich. Der Rest war ja wirklich weg.
Die waren alle weg. Also ich dachte, ja, jetzt werde ich reportet. Aber ich habe wenigstens mal ein Stack hier gemacht. Das wollte ich ja immer. Und dann klappt das. Ihr glaubt mir. Und ich war selber so, what the fuck. Du warst aber nicht gerade unfassbar, ja, als ich dich gesasst habe da mit dem Stack-Kill. Ja. Sorry. Na gut, meine lieben Freunde und Friedensfreunde. Ich verabschiede mich. Ich werde euch weiter beobachten. Und ich schließe mich ja, an. Guten, na gut, dann sind wir ja so wenig, oder? Wollen ja, wir noch ein bisschen verstecken, ansonsten spielen? Wieso sind mit wir den können wir machen. Wir sind? Ja, ein bisschen. Das ist böse noch gemeint, aber ich bin gerade erst wieder fit. Ich will es nicht gleich wieder übertreiben. Ja, alles, nee, alles gut. Nö. Können ja sonst dann trotzdem viel Spaß so euch. Danke, ja, schönen Abend dir. Ja. Schönen Jawohl. Abend noch. Jo, schönen Abend. Wo ist denn der Key? Du willst? Achso, ja, ich bin jetzt auch raus. Achso, okay. Ja, nee, tschüss. Tschüss. Warte mal, wie viel sind wir dann noch? Bin ich. Ja, fünf. Fünf. Und jetzt sind wir zu fünft. Also, ich hab halt einen, theoretisch, aber der will halt erst noch essen und das kann noch dauern. Na gut, ich will's auch heute nicht also, so betreiben, weil morgen ist Bürotag. Also, bei mir, da muss ich noch eher aufstehen als sonst und ich muss noch duschen, Haare waschen, das dauert. Also, wir müssen ja auch nicht immer ja, so gut lang, ne? Wir haben ja angesetzt bis 8, ne? Bis also 21 Uhr. 2021. Spätestens, spät, allerspätestens. Genau. Ich wollte grad sagen. Wenn wir jetzt noch mal so 2-3 Runden Verstecken machen, dann können wir das als einen Abschluss gelten, würde ich sagen. Ja. Ja. Können wir machen. Achso, dann müssen wir ja eh raus wegen neuer. Genau. Verstecken. Ich mach. Lief, genau. Dann machen wir das. So. Ich muss nachher noch Presets vorbereiten. So, neuer Code ist bereits drin. Also ich lese hier gerade sehr interessante Sachen bei mir im Chat bezüglich Genshin, falls das irgendjemand noch spielt. Nee. Leider gar nicht. Sind wir alle da? Es sieht so wenig aus. Es sind nur fünf. Benny schreibt gerade im Chat. Genshin. Ah, Hogwarts Legacy for the Win. Ja, bin ich morgen auch wieder drin. Ich freue mich schon. Ich muss noch knapp 24%, 23% machen, aber das ist so mühsam. Wollen wir starten? Jetzt. Ja, ich hab schon. Phoenix, bist du ich da? Du bist gemutet? Wollt nur gerade nehmen. Ich bin da. Ja, gut. Aber er ist da, sehr schön. Und danke fürs Erinnern. Also hier mache ich im Übrigen gerne Imposter, da darf ich gerne öfters sein. Same. Also hier bin ich ehrlich gesagt gerne Crewmate. So, hier bin ich wieder. Zweimal. Dreimal. Okay. Dreimal, ja. Hab ich mir noch einen Ballon aufsetze am Ende von der Animation. Haha, wie geil. Dieses Piep-Piep heißt noch irgendwas, das weiß ich noch. Ich hab's Duki gerade nicht gesehen. Hast du Schreck bekommen, ja? Ja, weil die Lampe nicht geleuchtet hat. Ja, genau. Als Maul. Spam! So. Verdammt. Wo seid ihr alle? Nicht da. Der Professor. Oh, meine Leuchte. Ja, die Drecklache. Könnt ihr mal bitte eure Aufgaben nicht so schnell lösen? Och Mann, das kommt mir mit fünf Leuten so leer vor. Ich finde hier kein Futter. Och Mann, ich hätte nur diese eine Aufgabe gehabt. Same. Eine Person. Du hast gleich noch etwas Zeit, also kein Problem. So, und jetzt kommt's. What? Oh. Nein, nicht die scheiß Map! Ich hab Kill gespammt! Wohin bist du da? Boah! Also, Shaki glitscht aber auch über die Map. Der glitscht aber auch so richtig, Alter. Ich spam die Pfeiltasten. Ich spam Kill, ich spam Pfeiltasten, ich spamme Map alles. Ich spamme alles! Ich spamme! So, und. Ach, war das lustig! Next round! Wenn du an der Tour an mir vorbeiläufst, das war lustig. Ja, ohne Witz!
Ja, das funktioniert nicht so gut. Oh nein! Das Buschmonster wieder. Oh oh! Böse ist das wieder im Busch. Dennis, das ist zu niedrig. Hältst du? Hältst du, das ist zu niedrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ja, sag noch, wo wir sind! Ups! Ja, verrate dich doch selber! Wir wachsen so, wie wollen sie nicht? Aber gut, haltet den Grund, was zu essen. Ich hoffe doch. Alter, ich verstehe kein Wort. Irgendwas von Essen. Irgendwas mit Essen. Wir sind doch mal vernünftiger zunehmen. Irgendwas mit zunehmen. Ah! Ha! Verdient! Oh, du, ich hoffe, dich erwischt's jetzt. Das ist nicht mal schon im Anscheinend Fend. Nicht! Ich war doch schon im Fend! Das ist aber wirklich ein bisschen glitschig. Oh, ja. Komm mit! Danke für den Zuppel. Oh, Digga, was geht? Wo soll die Zeit gehen? Hallo? Alex! Scheiß Animation. Jetzt bist du wirklich weg. Touché. Leck mich in der. Es ist nur so irritierend, weil wir noch deine Originalstimme mit dazu hören. Ja, ich weiß. Das ist echt weird. Achso, ein schönes Echo ergibt das irgendwie. Oh, ich weiß, was ich gleich reinmache. Wo ist denn mein Dampf? Das klingt halt wie wirklich wie einer, der sich gerade in Dämon verwandelt. Das Schöne ist, bei meiner Leiche habe ich gerade noch gesehen, dass die Pfeile zum Wenden nur aufgeploppt sind. Die Sau haut ab. Ich höre sie nicht so nett. Ja, ich werde das nicht schaffen. Also gleich wird's rot, das ist für einen zu hart. Mach einfach weiter. Ich hab Herr Schnucki, wo bist du denn? Oh? Nicht da, wo du bist. Also es ist schon spannend hier zuzusehen. Ja. Ich äumel einfach nur. Oh. Oh. Nein! Oh, Suki ist aber so oft schon direkt an dir vorbeigelaufen. Verdammte Kacke. Schön. Oh, Dorman und Torisch aus geil! Ich hab's nicht mitgekriegt! Scheiße! Da soll ein Ausgleich schießen, Mensch! BVB! Alle! So, next round! Yo! Aber hier war es schon irgendwie geil, wenn man sagt, okay, es gibt so und so viele Runden für die Anzahl an Spieler, die hier sind, und jeder ist einmal Imposter. Wenn man das einstellen könnte halt. Oh. Oh nee. Bitte nicht. Boah, nee. Bitte gehen Sie. Jetzt kann ich mich in O2 nicht mehr verstecken. Sie kennen das Versteck. Scheiße. Ich hab das Gefühl, die wird jetzt direkt in meine Richtung laufen. Sorry. Kannst du nicht einmal machen, ne? Dieser Download mit den 8 Sekunden dauert so lange. Ach, komm her! Wow. Oh, wer ist denn da ein Kind? Du Arschgeige! Hey! Hallo! Häng hier die ganze Zeit fest. Ja, ich bin manchmal zu fett für die Ecken. Hallo, Rose-Leiche. Bye. Scheiße, ich hab mich verraten. Ich,
Ich will das nicht. Kannst du die Camps benutzen? Ja, habe ich gerade gemacht. Oh, du stinkst. Das ist okay, du auch. Ja, du stinkst nach Maggi. Ja, und du nach Knorren. Maggi ist aber geiler. Naja. Wir beide nach Ananas. Ananas, das war jetzt wirklich lecker. Unhöflich. Na, egal. Hab meine Task durch, ist okay. Hab's geschafft. Bin zufrieden. Warte mal, ich will haunten. Ich will die Sau haunten. Da ist die Sau. Geh doch da, da. Danke. Eine Minute. Jawohl. Okay. Also voll, für die Aussage vorhin mit Ananas, auch. Aber auch verdient, ne? Sag ich für das. Ja, ach, doch, cool. Ananas ist geil. Doch, lecker. Doch, nein. Ananas doch, ist geil. Doch, ist es. Ja. Ananas ist ekelhaft, Alter. Nein. Doch. Nein. Alles essbar auf ist komplett der Welt. Wir machen lieber weiter. Ich spieß dich hier gleich auf mit meinem Horn. Nein. Ich gehe mir jetzt einen ausgearbeiteten Ananassaft holen. Es wird mettig. Aber bitte mit Zwiebeln, danke. Zwiebeln sind eklig. Für mich ohne Zwiebeln. Ach, dieses Piep-Piep heißt, wenn man eine Aufgabe löst. Also kommt das. Also für mich halt ohne Zwiebeln, weil ich vertrag keine Zwiebeln. Dann, ich auch nicht, aber manchmal esse ich sie trotzdem, das ist mir dann egal. Naja, wenn ich Zwiebeln esse, dann brauche ich ein neues Badezimmer. Ja, pfui. Oh, hast du mich erschreckt? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin da über jemanden gestolpert gerade. Ja, solange es nicht über die Leiche von jemandem ist, ist ja noch okay. Nein, heute. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. Oh, wieso ist denn jetzt da am Arsch der Welt auf einmal wieder eine Aufgabe? Da war das. Schön, dass du mich jetzt killst, Marcel. Du hättest mich eben schon killen können. Du Sausäckle. Scheiße, oh, da hat er auch nicht lang gefackelt. Ja, der geh fackelt weg. Auch nicht lang, der ist eiskalt. Sag ich doch. Geh rein. Ja, genau! Oh! Verdammt! Ja, Felix, Ananas Pizza. Nein! Pfui! Aus! Pervers seid ihr, perverse Schweine! Lecker Pizza, böse! Böse Sau! Also, nein! Löscht euch! Oh, das ist aber hart! Wie soll ich mich denn löschen? Alt entfernen. Ich hab keinen Tintenkiller. Weil du bist alt und entfernt wow. dich. Wow! Hat er nicht gesagt! Ich bin reif. Aber doch nicht alt. Frauen altern nicht, sie reifen nur, wie ein guter Wein. Mhm. Ah, gut, dass ich keinen Wein trinke. Ich setz gleich wirklich noch diesen Luftballon, obwohl ich behalte diesen Luftballon. Ja. Das stimmt. Ja. Mehr als heiße Luft kommt aus dir auch nicht raus. Ja. Also ich würde noch eine Runde würde ich noch mitmachen, dann wäre ich auch raus. Dann, let's go, dann machen wir noch eine letzte Runde. Yay, letzte Runde, last round. Hadde Wurst. Jetzt müsste ich eigentlich kommen, da war doch jeder, oder? Yes! LOL! Da war aber wirklich jeder, ne? Genius, geil. Was jetzt denn? Ja, passt doch. Die Aussage ist gut, Frauen sind wie Wein, Männer wie Whisky. Wein wird schnell schal. Wow. Touché. Ja.
nur, dass ich da keine Ahnung, ich kann dem nicht zustimmen, weil ich nichts trinke in Alkohol. Alkohol schmeckt. Ja, also wenn es so riecht, wie es schmeckt. Wenn es so riecht, wie es schmeckt, dann nö. Es kommt drauf an, ehrlich gesagt. Bleib stehen! Schrei nicht so rum! Ich geh da mal, tschö. Ist das assi? Felix, es tut mir so leid. So, die ganze Ananas-Pizza wegräumen aus dem Schacht. Das tut mir auch leid, wenn man da gerade noch mit stand. Oh, war das assi. Was ist denn gerade überhaupt passiert? Ich hab nicht aufgepasst. Nein. Lauf doch! Boah! Ich hab die WSAD-Tasten gerade vertauscht. War das jetzt der Geist der vergangenen Weihnacht oder was? Ey! Was hab ich denn für eine Langkarte? Ich löse meine Tasks jetzt absichtlich nicht. Obwohl. Ja. Nein! Scheiße! So, wer fehlt? Schwarze Schreihalsbraut. Die Krawallbürste. Ja. Braut, nicht Bürste. Braut! Ich meinte, ja, ach egal, ist auch Wurst. Ich sag's ja, die Rose hat's in sich. Die tut nur so, als könnte sie es nicht. Krieg dich nicht. Wenn es aufgespannt hat. Scheiße, ist das jetzt vorbei? Nee. Oh, Keks, du bist so lieb. Ich bin ein junger Hüpfer, hat er geschrieben. Stille! Kein Kopf. So, wow. Ja. Nein, so ist das nicht. Mhm. Du bist jung, Punkt. Wow. Ich geh dann mal. Keks ist ja auch ein junger Hüpfer. Dank dir eine gute Nacht. Der ist ein junger Hüpfer. Dankeschön, danke, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön. Gerne. Damit ich euch hoffe, noch wünsche, streamt jetzt noch jemand weiter? Rose, streamst du noch irgendwas Schönes? Wahrscheinlich ja, ich würde jetzt aber noch mal kurz vorhin hin verschwinden. Na, dann würde ich dich aber würd ich rüber schicken. Ja, dann weiß ich auch schon, wo ich rübergehe. Perfekt. Oh, ja. Okay, dann schon mal, geht's rein. Ich mach hier schon mal aus. Ich schicke euch kurz in den Pausenscreen und dann bin ich sofort wieder da. Gut, ich bin aus dem Discord raus. Schönen Abend euch dann noch. Tschüss mit Ö. Ciao mit V und ciao Kakao. Jo, dann noch ein paar abschließende Worte von mir. Ich gehe jetzt duschen, bye.